Herzlich willkommen allen Gästen, vor allem liebe Mentees, Mentorinnen und Mentoren zu unserer Abschlussveranstaltung heute im fünften Durchgang des Programms Aufstieg in Unternehmen, Mentoring für Frauen in der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Das Programm befindet sich in der Trägerschaft des Sozialministeriums und wird aus Mitteln des ESF gefördert. Unsere Abschlussveranstaltungen sind Tradition in unserem Programm, um unsere Mentees, Mentorinnen und Mentoren feierlich zu verabschieden. Leider können wir heute nicht in einer tollen Location sitzen, tolle Gespräche im Anschluss führen und wir haben auch keine schönen Abschiedsfotos. Aber dennoch haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir unserer Tradition gerecht werden. Und nun sitzen wir hier, Juliane Brunk und ich, mit weichen Knien und werden Sie in den nächsten 2 Stunden hier aus dem Studio des digitalen Innovationszentrums in Rostock durch unser Mentoring-Programm führen und das Jahr reflektieren. Sie können sich nicht vorstellen, aber vielleicht können Sie sich das doch vorstellen, wie aufgeregt wir sind. Aber ich denke, mit dem tollen Team hier vor Ort, das uns auch schon bei den Vorbereitungen sehr gut geholfen hat und unterstützt hat, fühlen wir uns wohl hier und werden, denke ich, dann auch das mit der Technik gut hinbekommen und freuen uns auf die nächsten 2 Stunden. Mehr Frauen in Führungspositionen. Das ist das bevorzugte Ziel eines Mentoring-Programmes, mit dessen Unterstützung wir dieses Ziel erreichen können. Noch immer geht es in den meisten Unternehmen weniger Frauen in Führungspositionen als Männer. Frauen haben es mitunter noch schwerer, Hürden zu überwinden, um in Führungspositionen zu kommen. In dieser Situation können Mentoring-Programme, insbesondere Cross-Mentoring-Programme, zu individuellen, persönlichen, beruflichen und individuellen Entwicklungen die nötige Unterstützung beitragen, eines Aufstiegs beitragen. An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich unsere Ministerin Stefanie Drese begrüßen in unserem Programm. Frau Drese ist die Ministerin für Soziales, Integration und Gleichstellung. Sie begleitet uns nicht nur schon seit vielen Jahren in der Durchführung von Programmen, von Mentoring-Programmen, sondern sie unterstützt uns auch durch ihr außerordentliches Interesse an der Weiterentwicklung von Mentoring-Programmen. Und Frau Drese hat in der letzten Abschlussveranstaltung 180 Mentees, Mentorinnen und Mentoren persönlich die Zertifikate überreicht. Das können wir heute leider nicht so fortsetzen, aber ich weiß, Frau Drese, und ich kann mich auch noch gut erinnern, dass Sie den Mentorinnen und Mentoren Mut zugesprochen haben, für den nächsten Durchgang wieder dabei zu sein. Und liebe Stefanie Drese, es hat funktioniert. Wir haben für alle unsere 95 Mentees gute, erfahrene Mentorinnen und Mentoren gefunden. Und dafür danke ich Ihnen und herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, liebe Mentees, liebe Mentorinnen und Mentoren, liebe Frau Hildebrand, liebe Frau Brunk, liebe Projektmitarbeiterinnen. Als das neue Führungspositionengesetz vorgestellt wurde, war der Aufschrei mal wieder groß. Allem voran warnten die männlichen Führungskräfte der Deutschen Bahn in einem offenen Brief vor den erheblichen negativen Auswirkungen. Dabei ist längst mehrfach bewiesen, dass gemischte Teams deutlich erfolgreicher arbeiten. Und gleichzeitig hat sich auch gezeigt, dass Selbstverpflichtungen allein nicht ausreichen. Wir brauchen gerade auch in Führungspositionen der Wirtschaft eine echte Gleichstellung, eine Parität. Vor diesem Hintergrund freue ich mich umso mehr, heute den fünften Durchgang des Mentoring-Programms Aufstieg und Unternehmen verabschieden zu können, auch wenn es, wie so vieles in diesen Wochen und Monaten, nur digital möglich ist. Es ist das erklärte Ziel der Landesregierung, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Um das Ziel zu erreichen, ist Mentoring ein ausgezeichnetes Instrument der Personalentwicklung. Insofern fördern wir in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur Mentoring-Programme in bzw. für die Wirtschaft, sondern auch für die Wissenschaft in der Landesverwaltung und in der Kunst. Mein Ziel ist es, diese erfolgreichen Programme auch weiter fortzuführen. Dass wir auf dem richtigen Weg sind, zeigt die ESF-Bewertungsstudie für diesen Bereich aus dem November 2020. In diesen Studien wird geprüft, ob die von uns eingesetzten Mittel auch zum Erfolg führen. Das ist beim Mentoring völlig unstrittig. Denn in der Bewertungsstudie heißt es, Zitat,
Verbesserte Karrierechancen für Frauen lassen sich sowohl für das Wirtschafts- als auch für das Wissenschaftsmentoring festhalten. So konnten die Mentees vor allem ihre Führungskompetenzen weiterentwickeln und somit ihre berufliche Position festigen, aber auch vereinzelt ihre berufliche Position über einen beruflichen Aufstieg verbessern. Zitat Ende. Insofern freue ich mich, dass wir auch in diesem Durchgang wieder über 90 Mentees begleiten und fortbilden konnten. Es ist meine feste Überzeugung, dass die Begleitung durch ein Mentoring-Programm engagierte und leistungsfähige Frauen gut auf eine Führungsposition vorbereitet und sie in ihrer Rolle als Nachwuchsführungskraft stärkt. Mein Dank geht daher zunächst an die Mentees. Sie haben sich dieser Herausforderung so intensiv und zielstrebig gestellt, nicht zuletzt unter den aktuellen Gegebenheiten. Sie profitieren von der langjährigen Erfahrung der Mentorinnen und Mentoren. Diese arbeiten ehrenamtlich, bieten ihr Wissen und ihre Kontakte an. Für die Bereitschaft, liebe Mentorinnen und Mentoren, Ihre Zeit für den weiblichen Nachwuchs zu investieren, danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass am Ende nicht nur die Mentees profitieren. Über gemeinsame Gespräche können auch die Führungskräfte ihre Tätigkeit reflektieren, finden neue Denkansätze und vielleicht auch die ein oder andere frische Inspiration und den ein oder anderen neuen Gedanken. Es ist, wie man so schön sagt, eine Win-Win-Situation. Das Erschließen der Potenziale der Mentees, aber auch der Mentorinnen und Mentoren kommt insbesondere den Unternehmen zugute. Viele der Lern- und Vernetzungsprozesse, welche die Mentees in diesem Jahr durchliefen, spiegeln sich in der Folge unmittelbar in ihrem Unternehmensalltag wieder. Dennoch ist dieses Jahr anders als alle anderen zuvor. Die Covid-19-Pandemie hat unser Leben auf den Kopf gestellt und wie ein Brennglas die Frauen- und gleichstellungspolitischen Problemlagen unserer Zeit noch einmal verschärft sichtbar gemacht. Sie haben aber auch verdeutlicht, dass ohne das Engagement und die Arbeit von Frauen lebenswichtige Bereiche unserer Gesellschaft nicht funktionieren. Gleichzeitig gibt es große Befürchtungen, gerade was die Fortschritte in der Frauen- und Gleichstellungspolitik betrifft. Es ist von Rückschritt, von Rollback, von Retraditionalisierung die Rede. Je länger die Pandemie jedoch andauert, umso differenzierter wird das Bild. Insofern bleibt abzuwarten, inwieweit Frauen vielleicht auch von der Entwicklung profitieren können. Tatsache ist aber, dass Sie als die Personen, die das Programm begleiten und Sie als Teilnehmerin bzw. Mentorin oder Mentor plötzlich vor ganz neuen Herausforderungen standen. Der persönliche Kontakt, von dem das Mentoring lebt, war eingeschränkt bis unmöglich. Es mussten Alternativen gefunden werden und das haben Sie wunderbar gemeistert. Insofern hat die Pandemie vielleicht auch etwas Gutes, denn ohne sie wäre ein derartiger Schub im digitalen Raum kaum denkbar gewesen. Inzwischen gehören Telefon- und Videokonferenzen mit den unterschiedlichsten interaktiven Tools zum Alltag, wobei diese nie das persönliche Gespräch ganz ersetzen werden können, aber sie sind eine Alternative gerade in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern. Ich freue mich, dass Sie sich dieser Herausforderung mit einem großartigen Ergebnis gestellt haben, und zwar alle gemeinsam. Es ist nicht selbstverständlich, dass mehrere verschiedene Institutionen so gut und von Anfang an einem Strang ziehen. Für die kooperative, zielgerichtete und professionelle Zusammenarbeit seit vielen Jahren möchte ich mich bei allen Projektträgern und Projektmitarbeiterinnen der regionalen Cross-Mentoring-Programme ganz herzlich bedanken. Mein Dank gilt ebenfalls der Servicestelle des Mentoring-Programms. Liebe Frau Hildebrand, liebe Frau Brunk, es ist Ihnen über Jahre gelungen, dass das Programm in den sozialen und etablierten Medien sichtbar und wahrgenommen wird. Hinzu kommt ein analytischer Blick auf Zielgruppen und Programmbeteiligte, von denen die Ausgestaltung der Seminare genauso abhängt wie eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit. Mit der Kampagne Klasse Frauen konnte hier ein weiterer Meilenstein gesetzt werden. Ich bin froh über das große Engagement aller Beteiligten an der Umsetzung unseres gemeinsamen Zieles, mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg auf Ihrem Weg, hätte es Ihnen gern persönlich nochmal gesagt. Alles Gute für Ihren weiteren Weg und bitte bleiben Sie auch weiterhin Fan von Mentoring-Programmen. Ich glaube, das ist das Beste, was wir in der Personalentwicklung anzubieten haben. Ich danke Ihnen von Herzen.
Ja, nochmal ein großes Dankeschön an die Ministerin. Und auch wenn sie heute die Zertifikate nicht persönlich überreichen kann, so freuen wir uns doch sehr, dass sie hier persönlich nach Rostock gekommen ist und quasi live in Echtzeit zu uns gesprochen hat. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch nochmal an die regionalen Cross-Mentoring-Projekte. Die wurden ja schon eben kurz angesprochen. Sie sehen auf der Einblendung nochmal das ganze Team. Und ohne dieses ganze Team wären diese ganzen großen Auftakt- und Abschlussveranstaltungen gar nicht möglich. Dazu gehören neben uns als Servicestelle Judith Usbeck, die die Region Rostock betreut und seit kurzem auch fürs Marketing zuständig ist. Dann haben wir Sonja Mark für die Region Schwerin und Nordwestmecklenburg, Katharina Huber für die Mecklenburgische Seenplatte, Silvia Hoffmann ebenfalls für die Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald, Susanne Schnorr für die Region Ludwigslust-Parchim und Susanne ist auch zusätzlich fürs Marketing zuständig. Wir freuen uns sehr, dass wir seit Anfang des Jahres noch zusätzlich Marketing bei uns im Projekt mit verankern konnten. Und unser Ziel ist es eben, das Programm sowohl innerhalb des Landes als auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen. Und mich kennen Sie ja schon, ich bin neben der Servicestelle mit Peggy zusammen auch für die Region Vorpommern zuständig. Wie geht es jetzt weiter? Also wir werden im Folgenden einen kleinen Rückblick durch das Mentoring-Jahr geben und Mentees, Mentorinnen und Mentoren, aber auch Alumni zu Wort kommen lassen. Dazu nutzen wir alle technischen Möglichkeiten, die uns so zur Verfügung stehen, sei es Live-Interviews als auch Zuschaltungen oder Videos. Vielleicht noch mal zum Organisatorischen, nicht, dass Sie sich wundern, wenn Sie uns hier ohne Maske sehen. Wir sind heute alle getestet worden und sind auch negativ getestet worden. Deswegen können wir ohne Maske unterwegs sein, aber natürlich mit Abstand. Ja, und dann möchte ich schon an Peggy weitergeben, die gemeinsam einen Rückblick durch das Mentoring-Jahr beginnen wird. Ja, liebe Mentees, Mentorinnen und Mentoren, vor gut einem Jahr haben wir Sie in unserem Programm begrüßt. Besonders bei unseren Mentees spürten wir förmlich ihre Neugierde, ihre Ungewissheit, aber auch ihre Vorfreude auf das, was sie erwartet. Wie kann ich meine Position im Unternehmen weiter ausbauen oder festigen? Wie finde ich zu meinen Stärken? Wie können meine Ziele sein? Was macht eine gute Führungskraft aus? Das waren einige Fragen, die Sie sicherlich sich auch bei den ersten Begegnungen mit Ihren Mentorinnen und Mentoren sich gestellt haben. Erinnern Sie sich? Ein Bild voller Power, kompetenten Frauen und Männern mit vielen neuen Aussichten, was das Mentoring-Jahr uns bringen wird. Wir haben Ihnen sehr spannende Vorhaben gehofft. Und hoffentlich Herausforderungen gestellt. Die Veranstaltung begann mit Ihnen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Sehen Sie mich? Sie müssen die Kamera anmachen oder wildes gestikulieren. Aber auch das haben wir überwunden und wir haben sehr schnell unsere Angebote online umgestellt und mit Ihnen gemeinsam neue Formate entwickelt und Ideen umgesetzt. Ich erinnere mich beispielsweise an unseren internationalen Roundtable, wo wir tolle Frauen aus Amerika und der Großbritannien hatten, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind. Und auch an unserem Mittagslunch, der 14-tägig stattfindet und der sich mittlerweile zu einem guten Format entwickelt hat, zu aktuellen Themen. Und wie ein Tandem im Einzelnen diese Hürden überwunden hat und dennoch gemeinsam erfolgreich gearbeitet hat. Dazu möchte ich Sie herzlich einladen und an Juliane Brunk wieder abgeben. Ja, ich freue mich, dass wir heute ein Tandem live hier vor Ort haben. Und zwar Katharina Tauke ist von der Stralsunder, von der Störtebecker Braumanufaktur in Stralsund. Und sie ist jetzt Leiterin des Personalwesens und in diesem Durchgang Menti bei uns. Und dann haben wir noch dabei Stefan Ahns, der uns schon länger begleitet, jetzt schon im dritten Durchgang. Ja. Er ist Head of Development und
Training bei der Teleperformance in Greifswald und begleitet uns, wie gesagt, ja schon länger. Und wir wollen heute mal so einen kleinen Rückblick in euer gemeinsames Jahr machen. Und ihr habt ja auch noch eine Besonderheit, auf die wir vielleicht nachher noch zukommen. Ihr habt ja nicht nur gemeinsam ein Jahr verbracht, sondern seid auch noch gemeinsam quasi durch Europa gereist. Und wie das in diesen Zeiten möglich ist, da werden wir auch noch drauf zurückkommen. Ja, vielleicht mal zur ersten Frage. Wie seid ihr eigentlich zum Mentoring gekommen? Vielleicht fange ich mal mit Stefan an, weil er schon länger dabei ist. Stefan, weißt du noch, wie du den Weg zu uns gefunden hast? Ja, das war die charmante Anfrage von Frau Dr. Silvia Neu und deine Anfrage. Dann kam ja ein zum anderen und ja, ihr habt mich einfach fasziniert dafür, für das Thema, weil ich selber aus einer Branche komme, wo viele Führungskräfte weiblich sind und wir diese Herausforderungen nicht so sehr haben. Aber ich fand das Thema spannend und wie konnte ich da Nein sagen? Und du bist ja auch dabei geblieben. Also ja. was hast du gesagt? Was interessiert dich daran so dran, dass du wirklich sagst, du machst jedes Jahr wieder mit? Was bringt dir das auch? Also es ist für mich der Austausch. Die Frau Ministerin hat es ja auch angesprochen, dass wir darüber feststellen, dass ich nicht nur etwas gebe, sondern auch wahnsinnig viel bekomme von dem neuen Denken. Und ich hauptberuflich bilde ich ja auch Führungskräfte aus und von daher ist es zu meinem Job, den ich sehr liebe, kein großer Unterschied zu dem Mentoring. Es ist ein anderes Format, es ist kein Coaching, es ist kein Training, es ist ein Mentoring. Und ja, ich finde die Information, den Austausch, finde ich einfach schön. Okay, Katharina, weißt du noch, wie es bei dir war? Wir haben ja, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht, bis wir zueinander gefunden haben. Ja, tatsächlich. Also ich glaube, deine erste Anfrage kam schon für den Durchlauf davor. Mhm. Und da war ich gerade mitten in meinem berufsbegleitenden Masterstudium und zu dem Zeitpunkt erschien mir das dann einfach zu viel auf einmal. Nichtsdestotrotz war natürlich mein Interesse für das Programm geweckt, einmal aus dem Interesse, mich da persönlich zu entwickeln, aber natürlich auch mit dem Hintergrund meiner Tätigkeit im Personalwesen. Also dieser Aspekt der Personalentwicklung war da für mich natürlich auch spannend und deswegen habe ich das dann nicht aus den Augen verloren, sondern dann glaube ich ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr später wieder Kontakt zu dir aufgenommen und dann hatte ich ja auch die Möglichkeit, dabei zu sein. Genau. Und du hattest, soweit ich mich erinnere, dann gleich auch noch reingeschnuppert in den laufenden Durchgang. Ja, ich glaube, du warst in Ahrenshoop mit dabei. Da hatten wir so eine Veranstaltung zur Unternehmenskultur. Ich war dann auch bei euch im Unternehmen, habe das Programm nochmal vorgestellt, dir und auch deiner Vorgesetzten. Genau. Und dann hast du dich dann, ich glaube, im Sommer 2019 entschieden, hast gesagt, ja, du machst mit und dann sind wir gemeinsam auf die Mentorensuche gegangen und sind dann ja auf Stefan gekommen und dann hattet ihr ja im September war es, September 2019, euer erstes Kennenlerntreffen in Greifswald. Da war ich ja anfangs noch mit dabei, gehe ich eigentlich immer zum Anfang zumindest und da habt ihr euch kennengelernt. Wie war das so? Also hattet ihr euch schon ein bisschen, Stefan, du wusstest ja eigentlich gar nichts über Katharina, ne? Ich gebe ja eigentlich den Mentoren nicht viele Infos. Ich sage, da kommt Katharina von der Stralsunder Brauerei und das war's dann. Hast du dich da noch irgendwie schon im Vorfeld über sie schlau gemacht oder hast du gesagt, das lasse ich alles auf mich zukommen? Na, ich habe mich über das Unternehmen schlau gemacht, zumindest, dass ich eine grobe Vorstellung habe. Aber über den Menti habe ich bisher mich immer überraschen lassen und du hast immer eine gute Wahl getroffen. Okay, das ist schön. Katharina, wie war es bei dir? Hast du irgendwie im Vorfeld mal nach ihm gegoogelt oder so? Ja, klar. Also grundsätzlich hatte ich mir ja sowieso im Voraus Gedanken gemacht, welche Anforderungen oder Vorstellungen ich so von meinem Mentor habe. Auf dieser Grundlage ist dann ja auch die engere Wahl sozusagen getroffen und Stefan war nun der Erste, der den ich dann auch persönlich kennengelernt habe und dabei ist dann auch geblieben. Es hatte sich dann schon so bestätigt, dass das ganz gut passt und ich habe natürlich vorher mal das Internet befragt, da gibt es ja diverse Medien, auf denen man mal gucken kann, aber das jetzt auch nicht zu umfangreich gestaltet, einfach mal geguckt, was das LinkedIn-Profil so hergibt oder Ding, glaube ich, genau. Genau. Und scheinbar hat es ja dann gepasst. Also ihr habt ja einen Draht zueinander gefunden, sonst würdet ihr ja nicht hier sitzen. Habt ihr gleich beim ersten Treffen dann beschlossen, dass ihr miteinander arbeiten möchtet oder habt ihr noch eine Nacht Bedenkzeit gebraucht? Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ich habe das gleich in dem Treffen beschlossen tatsächlich, ja. Okay. Ja, wenn es bei Menti klappt, ich überlasse das Mentoring ja immer dem Menti und sage, das ist deine Aufgabe, mich zu kontaktieren, auf mich zuzukommen, wenn du Fragen hast, wenn du Themen hast. Und von daher, ich fand es spannend. Ich glaube, im ersten Meeting haben wir uns schon ausgetauscht
Zu den ganzen Themen, die dort kommen würden, äußerst spannendes Projekt, äußerst spannende Begleitung. Und für mich stand es auch fest, wenn Katharina es will, ich räume aber dann immer eine Woche, eine Nacht Bedenkzeit ein. Ja, wie ging es denn nachher weiter in der Zusammenarbeit? Also ich nehme an, ihr habt euch ja erst noch persönlich getroffen, weil es ging dann ja. Hattet ihr einen bestimmten Rhythmus? Also habt ihr das immer festgelegt, feste Treffen? Ja, tatsächlich. Also wir haben uns alle 4 Wochen getroffen und hatten eigentlich auch gleich schon in unserem ersten Termin, also in dem Kennenlerntermin vereinbart, welchen Rhythmus wir da halten wollen. Und es war dann, ich glaube, immer jeder letzte Freitag im Monat. Und dadurch konnten wir einen Serientermin einstellen. Und das empfand ich auch als relativ komfortabel und einfach umzusetzen. Dann muss man sich nicht jedes Mal wieder kurz schließen, um den Termin an sich zu finden, sondern hat den festen Termin und kann dann vielleicht mal gucken, wenn es nicht passt, wie können wir da das vorher oder nachher abdecken. Aber es ist nicht die Frage, wie treffen wir uns überhaupt oder wann. Ja. Habt ihr euch auch gegenseitig besucht? Also war Stefan auch mal bei dir auf der Arbeit? Ja, relativ früh. Wir haben mit, ja. Mit Frau Nordmann den Kontakt gesucht und das fand ich auch super. Fand ich erstklassig, dass Frau Nordmann gesagt hat, ja, wir setzen uns zusammen. Das ist, glaube ich, auch ein Kernelement des Erfolges. Und das war sehr informativ. Ich habe die Arbeitsstätte kennengelernt. Ich habe einen persönlichen Eindruck. Ich habe die Vorstellung von Frau Nordmann gehört. Das ist für mich als systemischer Berater immer wichtig, dann noch zu wissen, was möchte denn Frau Nordmann, in welche Reise, welches Reiseziel ist denn dort angesetzt? Und ja, das war sehr interessant. Mhm. Ihr seid dann, glaube ich, relativ schnell auf digital umgestiegen. Mhm. Ne? Ich glaube, noch vor dem eigentlichen Lockdown habt ihr das dann digital gemacht. Wie ist es dazu gekommen und wie war das für euch? Also viele haben ja so Berührungsängste, sagen, oh nee, digital wollen wir nicht, lieber in Präsenz und so weiter. Was für Erfahrungen habt ihr da gemacht? Oder erstmal, wie ist es dazu gekommen? Ja, ich glaube, ich hatte die wenigeren Umstellungsprobleme, weil also der Routinetermin wurde ja gesetzt, weil ich gesagt habe, wenn ich durch Europa reise, brauche ich einen festen Termin, damit ich meine Reiseplanung dementsprechend kann. Und dann kam Corona. Und dann kam die ganze Digitalisierung und alle Besprechungen waren bei mir plötzlich aus dem Homeoffice, weil ich aus Risikogebieten gekommen bin. Und ja, die ersten Einladungen habe ich dann digital gemacht. Und das war dann noch mit Schwierigkeiten, wie komme ich denn da rein? Aber das hat sich dann, ich glaube, mit maximal zwei Meetings waren wir dann im Flow und dann hatten wir auch die Meetings. Katharina kennt mein Arbeitszimmer vielleicht sogar besser als ich. Ja. Genau. Nee, das war für mich keine Umstellung, weil alle Besprechungen sind bei uns mittlerweile digital. Ja. Und Katharina, bei dir? Ja, für mich war das auf jeden Fall eine Umstellung. Ich kannte das zu dem Zeitpunkt noch, ich würde sagen, gar nicht. Kann mich gerade nicht erinnern. Jetzt ist es schon sehr viel geübter, aber damals war das auf jeden Fall noch recht neu für mich. Stefan hat das vorgeschlagen und sozusagen die Mittel zur Verfügung gestellt. Ich musste mich dann ja letztendlich nur noch dazu wählen und nach anfänglichen Stolperstein, die wir, glaube ich, alle in den letzten Monaten überwinden mussten, hat es dann aber für mich auch gut funktioniert. Und ich muss sagen, ich sehe das auch in der Zusammenarbeit als Vorteil, weil man einfach mal ein Dokument teilen kann, zeitlich auch ein bisschen flexibler ist, beziehungsweise örtlich und auch ungestörter sein kann, als wenn man sich jetzt in einem öffentlichen Café oder so trifft. Ja, ich fand das echt positiv. Genau, und dann habt ihr euch ja nicht nur irgendwie persönlich oder digital ausgetauscht, einen Erfahrungsaustausch betrieben, ihr hattet euch vorher besucht, ihr habt ja auch noch andere Sachen zusammen gemacht. Ich nehme an, Stefan hat dich mit Literaturtipps überschüttet. Ja, auf jeden Fall. Genau, und er hat dich auch diagnostiziert. Ich habe auch gedacht. Stefan möchte dazu mal ein bisschen was sagen. Ja, in meiner Arbeit bin jahrelang schon Codeberater, nutze Kompetenzdiagnostik und Entwicklung und nutze natürlich die Gelegenheit, dann auch mit meinem Menti dieses Code durchzuführen. Und ja, ich glaube, das Feedback war für dich so, oh, das war jetzt viel. Und ja, das war, aber ich finde es mit auch ein Erfolgskriterium, dass wir kontinuierlich daran weitergearbeitet haben. Ja. Aber dazu musst du was sagen, weil ich benutze es ja nur, das Tool. Ja. Also diese Kompetenzdiagnostikanalyse, das war natürlich auf jeden Fall ein spannendes Angebot für mich, das überhaupt im Rahmen der Zusammenarbeit so wahrnehmen zu können, weil das ja doch nochmal Aufschluss über Kompetenzen gibt, die
mir selbst vielleicht gar nicht so bewusst waren. Oder auch, wir haben diesen Abgleich gemacht, was sind so typische Führungskompetenzen und wie entsprechen meine Kompetenzen diesem Bild und ja auch mit der Analyse meiner Vorgesetzten darin und so diesen Abgleich einfach zu finden und mal zu schauen, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen nachlegen oder wo kann ich auch ein bisschen den Gang rausnehmen. Das war für mich auf jeden Fall sehr interessant und aufschlussreich und tatsächlich auch nicht nur für mein Berufsleben, sondern auch für mich ganz persönlich, da einfach noch mehr über mich selbst zu erfahren. Ja. Also es ist ja auch ein sehr schneller Zugriff auf die Informationen, bin ich. Und dann nochmal Frau Nordmann, sensationell, hat selbst sich die Zeit genommen, ihre Einschätzung zu geben. So konnte ich das Selbstbild und das Fremdbild der Führungskraft und nicht mein eigenes Bild, das habe ich ja dann auch noch irgendwann gehabt, drei Bilder übereinander legen. Und das war schon sehr interessant und hat so manch einen Weg aufgezeigt. Ja. Genau, schön. Dann hast du ihn, glaube ich, auch noch besucht, ne, im Unternehmen. Hast du noch die Möglichkeit gehabt, an einem Training teilzunehmen. Und dann hatte ich ja das eingangs schon mal angesprochen. Ihr seid gemeinsam ja durch Europa nach Mazedonien gereist. Was hat es damit auf sich? Möchtest du den Anlass kundtun? Ja, tatsächlich war der ursprüngliche Anlass auch die Code-Analyse. Wir sind darüber dann ins Gespräch gekommen, wie man eigentlich so diese Frage nach den Kompetenzen auch in Bewerbungsgespräche einbauen kann. Und ich konnte mir zu dem Zeitpunkt nicht so richtig vorstellen, wie ich diese Abfrage so gestalten kann, dass es nicht total systematisch wirkt und so nach Schema F abgespult. Und da war es so, dass Stefan mich dann eingeladen hat, an einem Vorstellungsgespräch teilzunehmen, das er führt oder führen wollte dann. Genau, und so haben wir dann in der digitalen Variante ein Vorstellungsgespräch gehabt, bei dem ich dabei sein durfte als Zuhörerin mit einer nach Skopje, ne? Genau war das. Skopje, Nordmazedonien, dort haben wir einen Standort und dort suchte ich eine Trainerin. Mhm. Und ja, weil ich das kompetenzbasierte Interview dort durchführe für meine Trainer, die ich dort haben möchte, habe ich Katharina mit eingeladen. Die Teilnehmer waren einverstanden und ich glaube, durftest du mir mal zugucken, wie ich arbeite. Ja, das ist natürlich auch toll. Die Möglichkeit hat man ja sonst nicht unbedingt so live dabei zu sein. Das war super spannend für mich. Genau, bei dir hat sich ja auch innerhalb des Mentoring-Durchgangs ein bisschen was beruflich geändert. Ich habe gesagt, du bist jetzt Leiterin des Personalwesens. Ja. Das war ja nicht von Anfang an so. Als du bei uns praktisch eingestiegen bist, hattest du ja noch keine Führungsposition. Genau. Wie ist es zu diesem, sag ich mal, Aufstieg gekommen? Also war das schon im Vorfeld geplant? War das auch Ziel parallel zum Mentoring-Programm oder kam das dann zufällig? Ja, das kann ich so gar nicht ganz eindeutig mit Ja oder Nein beantworten tatsächlich. Also es war so, dass ich zu dem Zeitpunkt ja noch mein Masterstudium absolviert habe. Das habe ich letztes Jahr im März abgeschlossen. Und dann war natürlich schon mein Ziel, beruflich auch irgendwie den nächsten Schritt zu gehen. Dass ich mir jetzt ausgemalt habe, dass das genau so läuft, kann ich nicht sagen. Das hat sich dann tatsächlich in der Zeit auch durch verschiedene andere Umstände so ergeben. Es ist inzwischen so, dass unsere Personalabteilung am Standort dann nicht nur aus mir besteht sozusagen, sondern ich auch noch personelle Verstärkung bekommen habe. Und wir da jetzt zu zweit quasi den Bereich bestreiten und ich dann in dem Zusammenhang auch die Leitung der Abteilung übernommen habe. Genau. Und wie haben dir dein Mentor und auch das Programm an sich, weil du warst ja auch überall eigentlich aktiv, also du warst bei jedem Seminar mit dabei, bei jeder Veranstaltung mit dabei, bei jedem Netzwerktreffen quasi, wie haben dir dein Mentor und das Programm dabei geholfen, praktisch diesen Aufstieg dann auch zu meistern? Ja, also das hat mir unheimlich geholfen tatsächlich, einerseits auf der fachlichen Ebene, einfach wenn wir über verschiedene Methoden sprechen, wenn es um Konfliktmanagement geht oder auch Kommunikation. Also das waren auch ganz häufig Themen, die wir behandelt haben. Aber einfach auch nochmal so dieser persönliche Rückhalt, einfach auch nochmal offen darüber sprechen zu können, was mich gerade beschäftigt, was mich vielleicht auch verunsichert und das in einem ganz geschützten Rahmen einerseits mit dem Mentor natürlich zu können, aber andererseits auch, muss ich sagen, unter den Mentees, also so diese Gruppe aus Frauen, die in irgendwie vergleichbaren Positionen oder Situationen sind, wenn auch mit ganz unterschiedlichen Hintergründen,
ist ein super angenehmer Raum für mich gewesen, der auch von Anfang an sehr vertrauensvoll war, hatte ich das Gefühl. Also es ist eine tolle Zusammenarbeit unter den Frauen gewesen, finde ich. Ja, schön. Stefan, du kennst das Programm ja schon ein bisschen länger. Was war jetzt in diesem Durchgang anders, auch von den Rahmenbedingungen? Es war ja viel digital. War das für dich von Vorteil vielleicht sogar, weil du vielleicht nicht so viel rumreisen musstest wie sonst? Also hattest du mehr Zeit für deine Menti? Ja, ich hatte mehr Zeit, weil die Reisezeit weggefallen ist. Mhm. Auch beruflich ist sie weggefallen. Das sind ja Stunden, wenn nicht ganze Tage, die ich da verbracht habe, um mit Reisen zu verbringen. Anders war Katharina, aber jeder Menti ist anders. Es ist halt die Forderung und es war ganz interessant zu sehen, wo Katharina das gerade so beschreibt. Sie hatte die erste Phase mit dem Studium, da war es mehr akademisch und theoretisch und dann kamen die Aufgaben und dann kam der Realitätsschock und dann musste pragmatisch gehandelt werden und dann mit den Modellen und dann kam Theorie und Praxis zusammen und das fand ich sehr gut. Fordernd war Katharina immer. Und das war auch der Erfolg aus meiner Sicht. Auch zwischendurch, ich habe hier einen Termin, ich muss da vor das Arbeitsgericht, können wir nachher. Das war klasse. Also hat mich richtig gefordert, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und das ist Katharinas Erfolg. Schön. Ich sage den Mentis ja immer so im Zweitgespräch, wenn es dann um die Frauen an sich geht, sie sollen sich überlegen, was wollen sie eigentlich? Also wollen sie viel positive Unterstützung, das brauchen ja einige, oder wollen sie auch mal so ein bisschen rausgekitzelt werden? Also wollen sie auch mal ihre Komfortzone verlassen müssen? Und viele haben da zu Anfang so ein paar Hemmungen, wenn es dann geht, machen wir Rollenspiele oder solche Sachen, sagen sie, nein, das möchte ich nicht, ist mir peinlich und so. Wie ist das bei dir, Katharina? Also bist du jemand, der von Haus aus ohne Hemmung auf jeden zugeht und auch als ich dich angefragt habe, hier wollen wir nicht ein Interview machen, dass du sofort gesagt hast, ja, natürlich bin ich mit dabei, oder hast du auch im Laufe des Mentorings so manchmal deine Komfortzone verlassen müssen? Auf jeden Fall, eigentlich quasi andauernd. Also ja. Ich muss so lachen, weil ich überhaupt nicht der Typ bin, der ja schreit und sagt, das mache ich jetzt. Ich bin eigentlich im Gegenteil immer erstmal so, dass ich denke, so auch bei der Interviewanfrage, weiß ich nicht, ob ich das jetzt kann, aber da muss ich mich dann, da würde ich tatsächlich Bezug nehmen auf unsere Auftaktveranstaltung, die wir hatten hier im Durchlauf, als die Frau Mülling ihren Vortrag gehalten hat und von ihrem Werdegang erzählt hat und immer wieder sagte, wenn die neue Position bevorstand, warum soll ich es nicht machen? Wer sagt denn, dass es ein anderer besser kann? Und irgendwie habe ich das für mich so ein bisschen adaptiert, je nachdem, wie die Situation dann auch ist. Es ist nicht immer die Frage, ob jemand anderes da ist, aber mir einfach Mut zu machen, es auszuprobieren. Und das ist für mich auf jeden Fall was ich in den letzten Monaten der Zusammenarbeit auch total mitgenommen habe. Mir einfach zu sagen, ich mache das jetzt erstmal und dann kann ich immer noch nachjustieren, anstatt zu warten, bis ich es im ersten Anlauf perfekt machen kann. Gibt es bei dir Sachen, Stefan, wo du sagst, das ist mir peinlich, oder bist du da völlig schmerzfrei? Schmerzfrei. Okay. Das war, glaube ich, auch der Lernschock für Katharina, dass man einfach mal schmerzfrei sein kann, was so Themen anbelangt. Und war das auch so ein Thema, kannst du über deine Fehler reden? War das auch ein Thema so im Mentoring? Ich glaube, Katharina kennt die meisten Führungsfehler, die ich in meinem Leben gemacht habe, in den über 30 Jahren als Führungskraft. Also ich kann drüber reden, ich kann drüber lachen und das ist, glaube ich, auch das, was ein Mentor liefern muss. Er muss einfach dieses Ideal der Führungskraft, wie bin ich eine perfekte, eine ideale Führungskraft, ist aus meiner Sicht eine Fehlgedanke, der leitet fehl. Und das hemmt Führungskräfte einfach nach vorne zu gehen und zu machen, Ärmel hoch und durch, weil die anderen werden auch nicht perfekt sein. Und dieses Zögern, das ist aus meiner Sicht immer falsch. Und das war, glaube ich, auch der Schock, den Katharina bei mir mitbekommen hat. Ja, machen wir. Was glaubt ihr, warum ihr als Tandem so erfolgreich gewesen seid? Also eins hatte Stefan ja schon gesagt, dass Katharina immer eingefordert hat. Ja? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich würde ich sagen, dass ich schon vor dem Mentoring gelernt habe, dass es mich voranbringt, wenn ich mich an Menschen orientiere oder ins Gespräch komme, die vielleicht schon da angekommen sind, wo ich gerne mal hin würde,
in diesem Fall zum Beispiel beruflich, und einfach zu fragen, was war dein Weg, welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? Ich weiß noch, dass ich zwischendurch immer mal wieder gesagt habe, Stefan, warum bist du eigentlich so weise? Und du einfach auch schon so viel Führungserfahrung da mitgebracht hast. Und das ist natürlich was, wovon ich unheimlich profitieren kann und was ich auch als sehr wertvoll für mich dann angenommen habe. Ich habe alle Fehler schon mal gemacht. Ja. Nein, noch nicht alle. Da kommen sicher noch viele. Genau, also quasi einfordern, das, was du gesagt hast, sich auch mal zusammen lachen können, ne? Nicht alles immer so ernst nehmen und auch dieser Einbezug quasi des Unternehmens, das sagtest du ja auch, dass das für euch wichtig war. Das war sehr gut. Genau. Katharina, wir fragen die Mentees zum Ende des Durchgangs ja immer, wir machen ja immer so ein Feedback-Gespräch mit unserem Feedbackbogen, und da fragen wir auch, wie sie so ihre persönliche Entwicklung einschätzen, ob es da Bereich gibt, wo sie sich weiterentwickelt haben. Das ist natürlich immer schwierig für sich selbst zu beantworten, aber wenn du das mal so im Rückblick siehst zu Anfang und jetzt zum Ende des Programms, wo sagst du, was sind so Kompetenzen oder Bereiche, wo du eben auch eine persönliche Weiterentwicklung merkst? Also da würde ich sagen, dass es vor allem die Stärkung meiner eigenen Position ist. Also da einfach auch mehr Vertrauen in mich zu haben, die Dinge mal anzugehen und auszuprobieren und auch gar nicht so sehr verunsichert zu sein. Ich glaube, ganz ablegen werde ich das wahrscheinlich nie, wenn nicht auf Anhieb alles ideal läuft. Und dann einfach das als Teilerfolg zu betrachten oder zu reflektieren, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, und dann nach vorne zu gucken. Und das dann auch teilweise, indem ich einfach mir etwas vorgenommen habe und es dann gemacht habe, ich in dem Moment mein Ziel erreicht habe. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Prozess für mich gewesen. Genau. Merkst du auch so im Bereich Selbstsicherheit, so sich trauen? Du hast ja gesagt, klar haderst du noch manchmal so ein bisschen, ne? Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Also ich glaube, dass das für mich persönlich neben dem Methodenkoffer, den ich einfach für mich mitnehmen kann, auch der größte Zuwachs jetzt aus den letzten Monaten ist. Ja, super. Zum Abschluss vielleicht, habt ihr irgendwie einen Leitspruch oder ein Motto, was euch innerhalb des entweder der Tandemarbeit oder generell begleitet? Katharina hat ja schon so ein bisschen was gesagt. Das fand ich schön, dass du eben auch auf die Auftaktveranstaltung hingewiesen hast und gesagt hast, was die Frau Mülling da gesagt hat, das hast du dir zu Herzen genommen. Ja. Ne, dieses warum soll es ein anderer besser machen als ich? Dann kann ich es auch tun. Genau, ja, das würde ich sagen. Ja. Also das habe ich für mich als große Überschrift dann eben jeweils in abgewandelter Form für mich mitgenommen. Genau. Stefan, bei dir irgendein Motto, was dich begleitet? Es gibt so viele. In unserer Zusammenarbeit war es, glaube ich, immer, dass ich gesagt habe, Kontrolle ist Illusion. Dass man einfach sagt, man hat nicht die perfekte Situation, man muss darauf vorbereitet sein. Irgendetwas passiert immer. Shit happens. Und von daher kann man einfach machen und dann nicht überrascht sein, wenn es anders passiert. Aber es ist trotzdem wirksam und erfolgreich. Ja, dann ganz großes Dankeschön an euch. Schön, dass ihr hergekommen seid und uns ein bisschen mitgenommen habt und eure Erfahrung preisgegeben habt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Stefan auch im nächsten Durchgang wieder als Mentor dabei ist. Und Katharina bleibt uns ja als Alumna erhalten und da auch nochmal ein großes Dankeschön. Du hast ja auch in deinem Unternehmen schon ganz fleißig Werbung gemacht für unser Programm, sodass wir schon 3 Mentees für den nächsten Durchgang haben von der Brauerei in Straße. Und das freut uns natürlich ganz besonders und das zeigt auch, dass unser Programm gut ankommt. Ja, unser Ziel ist es natürlich nicht nur, dass aus unseren Mentees dann Alumni werden, sondern dass im Idealfall dann auch aus unseren Mentees irgendwann mal Mentoren werden, die dann im Programm mitwirken und die Mentees mitbegleiten. Und wie so ein Weg aussehen kann von der Mentee zur Mentorin, das erzählt uns jetzt Peggy. Ja, vielen Dank, Juliane. Ich möchte Ihnen gern Stefanie Torke vorstellen. Stefanie Torke ist Leiterin der AWO für ambulante Hilfen und Erziehung in Neubrandenburg und Ostvorpommern. Frau Torke ist 36 Jahre alt, verheiratet und hat ein Kind. Stefanie Torke haben wir kennengelernt als junge Frau Mitte 30, sie selber den Weg von einer Mentee zur Mentorin und dabei ihren beruflichen Aufstieg mit Personalverantwortung gewagt hat. Als Mentorin
mit Leidenschaft und viel Engagement ist sie dabei und unterstützt uns seit vielen Jahren in unserem Programm. Ich habe mit Frau Torke im Vorfeld über ihren beruflichen Weg und ihre Motivation gesprochen. Da es sehr ungewiss war, ob sie heute bei der Veranstaltung dabei sein kann, hat sie uns im Vorfeld ein paar kleine Videos zukommen lassen und uns in diesen Videos unsere Fragen beantwortet. Schauen Sie gern. Ja, ich kann mich noch sehr, sehr gut an meine Zeit als Menti erinnern. Eine Zeit, in der auch ich von der Stellvertretung zur Einrichtungsleitung aufgestiegen bin. Und es war alles, wie gesagt, sehr, sehr aufregend und neu und anders. Und ich war wirklich froh, dass es dieses Mentorentraining gab. Ich hatte mir gewünscht, einen Mentor zu bekommen, einen, am liebsten einen Mann. Ich bin selbst ein sehr rational, sachlicher Mensch und gehe auch so an die Dinge heran. Und da spreche ich zumeist mit den Männern eine Sprache. Und den habe ich bekommen. Einen ganz, ganz tollen Mentor. Wir waren uns ja gleich grün. Es hat gepasst. Es war ein tolles Matching. Und ich habe viele, viele wertvolle Hinweise von ihm bekommen, die mich ja auch in dieser Zeit einfach begleitet, unterstützt haben, die mir sehr geholfen haben. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es dieses Programm gab, genau zu der Zeit, wo auch ich mich in dieser Phase befand des Aufstiegs. Ja, was hat mich dazu bewogen? Wahrscheinlich auch ein Stück weit das Studium der Pädagogik. Ich habe schon immer gerne mit Menschen zusammengearbeitet. Ich helfe Menschen sehr gerne, unterstütze und begleite sie bei all ihren Sorgen und Problemen. Ich war selbst 10 Jahre in der Familienhilfe tätig und habe dadurch die unterschiedlichsten Sorgen und Probleme der Menschen mitbekommen. Und gerade wenn man als Frau in einer Führungsposition aufsteigt, dann hat man unendlich viele Fragen und es ist alles neu und alles anders. Und wenn man dann jemanden zur Seite gestellt bekommt, der schon mal diese Erfahrung gemacht hat, der einem Hinweise, Ratschläge geben kann, dann ist das wirklich Gold wert. Und als ich gefragt wurde, ob ich da nicht Lust drauf hätte, gab es für mich gar keine Begründung zu sagen, ich mache es nicht. Das war vollkommen klar. Ich habe in den Jahren, wo ich jetzt Mentor bin, ganz, ganz tolle Mentees kennengelernt, tolle Bereiche. Das ist das, was ich an diesem Programm auch so mag, dass man eben ein Matching hat, wo man einen Partner oder einen Mentee, einen Mentor hat, die eben nichts miteinander zu tun haben, dass die Bereiche sich nicht gleichen, nicht ähneln und ja, diese Herausforderung, sich einfach auch dem zu stellen, mal in einen neuen Bereich reinzuschnuppern, ist für mich auch als Mentor immer wieder spannend, immer wieder schön und ja, auch eine Herausforderung, die ich mir nicht nehmen lassen möchte. Das, was mir auffällt, ist, wenn die Mentees dann so starten, dann sind die Fragen zu Beginn eigentlich immer gleich. Also es geht um Rolle, Position. Die meisten Mentees, die ich bis jetzt betreut habe, sind aus dem Mitarbeiterteam aufgestiegen. Und das ist deutlich schwerer, als wenn man neu in ein Unternehmen kommt und einfach auch dann der Neue ist und seine Regeln so einführt, wie man es glaubt. Wenn man aus Mitarbeitersicht dann zur Leitung wird, aus dem Team heraus, dann ist das sehr, sehr schwer. Und das sind so die meisten Fragen, die dann auch von den Mentees kamen. Wie mache ich das? Wie ja, kann ich meine Rolle überhaupt finden? Wie akzeptieren mich dann meine alten Kollegen? Und ja, das sind so die grundlegenden Dinge, die die Mentees bei mir bis jetzt immer bewegt haben. Und auch das Ganze drumherum. Es sind jetzt am Anfang noch nicht mal unbedingt die Leitungsfragen, sondern das Zwischenmenschliche, was es eben ja, dann zu besprechen gibt. Ja, ich hatte definitiv ein Schlüsselerlebnis und zwar in meiner Zeit als Mentee. Es war ein Tag, wo ich mich geärgert habe, da ist alles irgendwie nicht so gelaufen, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Und durch Zufall hatte ich genau an dem Tag auch einen Termin mit meinem Mentor. Und ich bin dann in meiner ganzen frustrierten Leidenschaft dorthin gefahren und habe meinen Unmut kundgetan und habe ihm einfach alles gesagt, was mich stört. Und er brachte mir dann einen Schlüsselsatz, der da eben hieß, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Ein Satz, den ich heute noch für mich für so wichtig halte, der bei mir auch im Büro hängt, weil er mich tagtäglich begleitet. Und das ist einfach auch so. Wir können nicht ändern, was uns entgegenschlägt.
wir können auch in der jetzigen Corona-Krise nicht ändern, was passiert. Aber wir können versuchen, das Beste daraus zu machen. Und gerade jetzt sind wir gefragt in der Führung. Jetzt geht es um Innovation, jetzt geht es um Kreativität, um Zusammenhalt, um einfach neue Ideen ins Unternehmen zu bringen. Und ja, das ist eben die große Herausforderung, vor der wir alle stehen. Und da ist es egal, ob ich Menti oder Mentor bin. Wir müssen da jetzt alle durch und entscheidend ist, was wir daraus machen. Und das, was ich für mich und für meine Mentis immer bereithalten möchte und was ich ihnen auch immer wieder mitgebe, dass sie sich selber treu bleiben sollen, dass sie nie vergessen, wo sie herkommen und dass sie einfach zu sich und zu der Sache ehrlich sind und ja, versuchen, das Beste draus zu machen, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Es gibt immer Situationen, die sind schwer und noch schwerer und man denkt, das wird nicht. Aber wenn man einfach an sich glaubt und an die Sache, dann kann da auch nichts schief gehen. Und in diesem Sinne wünsche ich allen alles, alles Gute. Kämpft, Mädels, haltet durch und dann alles Liebe. Ja, vielen Dank für dieses positive Beispiel. Wir freuen uns natürlich immer ganz besonders, wenn dann aus Mentis Mentoren werden. Das ist jetzt nicht der Einzelfall. Wir haben bereits bei uns jetzt so im Programm so knapp 10 Mentoren, die früher mal als Mentis dabei waren. Und das freut uns natürlich dann sehr, wenn sie auf diesem Weg dann den Zusammenhang zum Programm halten. Neben der Arbeit im Tandem sind natürlich die Weiterbildungsworkshops und auch die Netzwerkveranstaltungen ein ganz großer Baustein bei uns im Programm. Ja, wir haben ja im letzten Jahr damit angefangen oder eigentlich schon im vorletzten Jahr und es ging alles ganz normal los. Wir hatten unseren Einführungsworkshop, den wir mal durchführen für die Mentis, wo die Mentis sich einfach mal untereinander kennenlernen, wo sie erfahren, was kann Mentoring nicht, wie gehe ich mit meinem Mentor um, wie gehe ich damit um, wenn es Probleme gibt. Und wir waren eigentlich ganz stolz, dass wir Ende 2019 unser gesamtes Seminarprogramm schon stehen hatten und die ersten Seminare haben dann auch angefangen. Noch Anfang 2020. Wir haben unseren ersten Workshop durchgeführt mit der Marke Ich. Das war dann noch in Präsenz. Und dann kam alles anders. Dann hatten wir unseren weiteren Workshop geplant, Zeitmanagement. Wir hatten alles vorbereitet. Wir hatten alle Teilnehmerlisten ausgedruckt. Also alle Zertifikate waren gedruckt. Und dann kam der erste Lockdown. Und wir wurden ja wie alle völlig damit überrascht, wussten gar nicht, wie gehen wir jetzt damit um. Es war nur klar, wir müssen unseren Workshop absagen, unsere Veranstaltung erstmal absagen und haben dann relativ schnell oder eigentlich ganz schnell versucht, irgendwie auf online umzustellen. Wir hatten damit ja auch überhaupt keine Erfahrung, haben uns in irgendwelche Zoom-Meetings reingesetzt, auch wenn die vom Thema vielleicht gar nicht gepasst haben, nur um einfach mal zu sehen, wie geht das mit der Technik, wie funktioniert das, wie kommen wir damit klar. Und wir haben dann auch angefangen, die ersten Seminare relativ schnell als Online-Seminar durchzuführen. Wir haben dann gestartet mit Kommunikation, das konnten sich die Mentis noch relativ gut vorstellen. Im Vorfeld haben wir dann natürlich versucht, mit den Mentis nochmal diese technischen Herausforderungen zu meistern. Manchen Mentis ist es leichter gefallen, die kannten schon den Umgang mit den digitalen Medien. Manchen fiel das schwerer, weil sie vielleicht gar nicht den technischen Zugang hatten oder vielleicht erinnert ihr euch auch, dass bei vielen ja auch so dieses, oh nee, ich will nicht unbedingt digital, mir wäre Präsenz lieber. Aber es ging zu dem Zeitpunkt ja nicht anders, so dass wir dann auf digital umgestiegen sind. Und ich weiß noch, dass wir damals bei Kommunikation dann gefragt haben, könnt ihr euch das vorstellen? Und Kommunikation, das ging noch. Konfliktmanagement konnte sich damals niemand vorstellen, dass wir das digital durchführen können. Als wir dann den ersten Kommunikationsworkshop als digital angeboten haben, hatten wir nochmal gefragt und dann konnte man sich auch vorstellen, ja, wir machen auch Konfliktmanagement online, haben das dann auch gemacht, waren auch froh, dass wir da eine Dozentin gefunden hatten, die gesagt hat, ja, ich gehe den Weg mit euch, auch wenn ich da auch noch nicht so viel Erfahrung habe. Aber ich glaube, das war auch zu dem Zeitpunkt egal. Das war für uns alle ein Lernen. Und wir haben dann auch verschiedene Sachen weiterführend immer wieder angeboten, zum Beispiel eine Veranstaltung zusammen mit unserem Kooperationspartner Pole. Da ging es um Verhandlungstechniken und Stärkung der eigenen Position. Wir haben versucht, immer so einen Mix aus
online angeboten und sobald es aber irgendwie ging, auch Präsenzveranstaltungen zu machen. Und ihr seht auch hier auf der Präsentation unten so ein buntes Bild. Also wir arbeiten auch mit dem Kunstmentoring-Programm im Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Und da bieten wir einmal im Jahr so ein, ja, Kreativworkshop an, wo sich unsere Teilnehmenden und Künstlerinnen treffen. Und das ist immer ganz interessant, weil unsere Teilnehmenden sind ja immer eher so auf Zahlen, Daten, Fakten, also sehr rational orientiert. Und dann kommen die Künstlerinnen, die sagen, lass es raus, es muss fließen. Und das ist immer sehr schön, wenn dann alle versuchen, da kreativ zu sein. Dann haben wir im Bereich der Workshops dann auch Zeitmanagement angeboten. Da hatten wir Glück, der erste Workshop, der ging noch in Rostock in Präsenz. Dann mussten wir wieder auf digital umstellen, aber das haben wir auch hinbekommen. Und für die Mentoren hatten wir auch ein Angebot, wo es dabei ging, mit Kompetenzen sicherer in eine unsichere Zukunft. Dann haben wir neben den Weiterbildungen natürlich auch noch eine ganze Reihe von Netzwerkveranstaltungen angeboten. Los ging es ja mit unserer Auftaktveranstaltung, die wir zum Glück noch in Präsenz durchführen konnten. Im Januar 2020 fand die im Stralsunder Rathaus statt, ich glaube mit 170 Teilnehmenden. Und da konnte sich noch keiner vorstellen, wie es uns so im folgenden Jahr dann ergehen wird. Teil dieser Veranstaltung war beispielsweise auch ein Roundtable. Also wir haben so eine Stuhlkreise quasi gebildet, wo wir dann Führungsfrauen zu Wort haben kommen lassen. Auch die Ministerin war dabei und die Mentees dann immer alle Fragen stellen konnten, die ihnen so auf dem Herzen lagen. Und das ist bei uns jetzt schon eine Tradition und diese Tradition haben wir dann auch im Folgenden fortgeführt, dann zwar nicht mehr in Präsenz, aber wir haben einen digitalen Roundtable durchgeführt mit Führungsfrauen aus Mecklenburg-Vorpommern und wir haben das Ganze dann sogar zum Ende letzten Jahres noch erweitert und haben gesagt, wir setzen noch einen drauf und wir werden jetzt international und haben einen internationalen Roundtable angeboten mit Führungsfrauen aus Großbritannien und den USA, weil wir natürlich auch bei uns im Programm immer mehr Mentees haben, die auch ja international unterwegs sind beziehungsweise mit internationalen Kunden zu tun haben. Wir haben eine Peer Group gebildet. Wir haben ja auch Mentees dabei, die schon sehr viel Führungsverantwortung haben, also beispielsweise schon für viele Mitarbeitenden zuständig sind. Und da haben wir angefangen, so eine Peer Group zu bilden. Das wird auch im nächsten Durchgang weiter fortgesetzt werden. Und wir haben dann auch, um zu gucken, dass wir ja die Gruppe irgendwie zusammenhalten, weil dieser erste Lockdown, der kam ja zu einem Zeitpunkt, wo unser Durchgang noch ganz frisch war und sich auch die Tandems und auch die Gruppe an sich, die Mentees an sich, noch nicht so richtig zusammengefunden hatten, haben wir immer versucht, möglichst viele Angebote zu machen, auch zum Netzwerken. Und wir haben dort einen digitalen Mittagsstammtisch ins Leben gerufen. Der ging zu Anfang los auf regionaler Ebene. Also da hatten sich die Regionen Vorpommern und Rostock zusammengeschlossen und haben gesagt, komm, wir bieten es einfach mal an. Jeden zweiten Mittwoch, oder ich glaube, damals hatten wir sogar noch jeden Mittwoch, treffen wir uns online über die Mittagszeit und tauschen uns aus. Und wir haben das dann relativ schnell erweitert und haben gesagt, wir können ja auch mal die Vorteile dieses ganzen digitalen Wandels nutzen und nicht sagen, es ist schade, dass wir uns nicht mehr in Präsenz sehen können, sondern auch sagen, das ist eine Chance, dass sich eben auch aus verschiedenen Standorten Leute spontan zusammenfinden können übers Internet und austauschen können. Und dann haben wir diesen Mittagsstammtisch Never Lunch Alone ins Leben gerufen, ja, der auch zu einer festen Größe im Programm geworden ist, den wir auch weiter 14-tägig durchführen, immer mittwochs 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Und wir hatten Ende des Jahres dann angefangen, den auch thematisch zu begleiten, also ein Thema, über das wir uns dann austauschen wollen. Und das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Also wir haben uns beispielsweise so über Themen ausgetauscht, wie komme ich gut über den Corona-Winter,
Mentees berichten von ihren Programmerfolgen und auch den Aufstiegen. Wir haben klasse Frauen aus MV da gehabt, die sich vorstellen. Wir haben zum Anfang des Jahres so über unsere Ziele gesprochen. Welche Ziele haben wir? Wie kann man Ziele festlegen? Wir hatten eine Veranstaltung, ein Corona-Spezialthema, wo wir uns über die Herausforderungen in der Corona-Zeit unterhalten haben. Wir haben verschiedene Tools und digitale Lösungen kennengelernt und ausprobiert. Und wir hatten beispielsweise auch zum Equal Pay Day uns gemeinsam, hatten wir auch Pole wieder als Partner zu Gast, die zu dem Thema was berichtet haben. Und vielleicht gleich, wenn wir die Möglichkeit haben, da auch noch Werbung zu machen. Am nächsten Mittwoch, am 24. ist unser nächster digitaler Stammtisch oder Mittagstisch. Und da haben wir auch wieder klasse Frauen mit dabei. Und zwar einmal unsere Mentorin Karen Wendt, die ist Unternehmerin aus Rostock. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass wir Jördis Frommholt dabei haben, die ganz frisch zur Frau des Jahres 2021 in MV gekürt wurde. Und die werden diesen Mittagstisch gemeinsam mit uns bestreiten. Das waren Veranstaltungen, die überwiegend auf überregionaler Ebene stattfanden, aber natürlich waren auch die regionalen Partnerinnen da ganz aktiv und haben wirklich jede Zeit genutzt, sofern es möglich war, irgendwie in Präsenz. Also wir haben uns den ganzen Sommer in Kleingruppen dann zumindest getroffen und sind zusammen was essen gegangen, damit wir diesen Austausch dann doch noch irgendwie durchführen können. Auf regionaler Ebene waren wurden verschiedene Themen behandelt, beispielsweise ein Stressworkshop, den wir bei einer Mentorin machen, Edda, die wir nachher auch noch mal im Programm ein bisschen sehen werden. Wir haben verschiedene Veranstaltungen auf regionaler Ebene gemacht zum Thema Kommunikation, zum Thema Führen, digitale Führung, Mitarbeitergespräche, uns über verschiedene Tools und Methoden, die man digital nutzen kann und die den Arbeitsalltag erleichtern, ausgetauscht. Unternehmenskultur war auch ein Thema und wir haben auch den Mentees einige Möglichkeiten, Methoden an die Hand gegeben, beispielsweise die Methode der kollegialen Beratung, die wir dann auch gemeinsam ausprobiert haben. Ja, man sieht, wir haben im Programm viel angeboten und gerade wenn auch das Netzwerken schwieriger war als in den vergangenen Durchgängen, weil es weniger Präsenzveranstaltungen gab, so haben wir doch die Zeiten, wo das möglich war, wie den Sommer bis Ende Oktober, das so intensiv genutzt, wie es eigentlich ging und auch digital genug Möglichkeiten angeboten, um dass sich Leute kennenlernen konnten. Und wie wichtig dieses Netzwerken ist, erfahren wir im Folgenden auch von Nadine, die das quasi von Berufswegen macht, die auch Menti bei uns im Programm ist und die das auch im Programm fortgeführt hat. Und bitte Nadine und Peggy. Ja, vielen Dank, Juliane. Meine nächste Gesprächspartnerin, woran ich angefangen habe, ist Nadine Löse. Nadine ist Menti im Programm, du bist Leiterin der Region Rostock Marketinginitiative e.V., hast mittlerweile Personalverantwortung für 3 Mitarbeitende, für Werkstudierende und Erzieherbar. Nadine, als für dich vor circa so 2 Jahren das Angebot kam, an einem Mentoring-Programm teilzunehmen, hattest du bereits die erste Führungserfahrung. Was hat dich dennoch bewogen, an dem Programm teilzunehmen? Warum hast du mitgemacht? Was hat dich interessiert? Ja, also wenn man solch eine Position übernimmt, war für mich die Frage, wie möchte ich als Führungsperson sein? Was würde ich mir wünschen? Wie gehe ich mit Krisengesprächen um? Und ähnliche Fragen. Und Herr Gelzer, der selber Mentor ist, kam auf mich zu und hat gesagt, Mensch, wäre das nicht was für dich? Und ich fand die Idee gleich gut. Zum einen habe ich einen Austausch mit anderen, die in einer ähnlichen Position stecken. Zum anderen habe ich die Chance, einen Mentor zu treffen. Bei mir war es Frank Middendorf, das ist der Centerleiter oder Center Manager vom Warnow-Park. Und wir wurden super gematcht. Also er ist eine sehr sprühende Persönlichkeit, er ist so ein Machertyp und er hat einen sehr klaren, wertschätzenden Führungsstil.
Und das war ganz spannend, ihn auch mal so ein bisschen in seinem Alltag zu erleben. Und die Seminare fand ich spannend, von Kommunikation bis Stressmanagement war alles dabei. Man hat gutes Rüstzeug bekommen. Und ja, das hat mich total inspiriert, mich selber weiterzuentwickeln, Sicherheit zu bekommen. Und ja, fand ich gleich gut. Ja, sehr schön. Ich weiß, du hast auch an unheimlich zahlreichen Veranstaltungen teilgenommen und hast alles genutzt, was das Programm uns auch geboten hat oder dir geboten hat. Nadine, ich weiß, dass heute auch viele Unternehmensvertretende uns zuschauen, zuhören. Und daher auch meine Frage, wie hat ein Geschäftsführer dich in diesem Mentoring-Prozess unterstützt? Also hat er, wenn er dich unterstützt hat, kannst du vielleicht darüber kurz was berichten? Ja, also mein Geschäftsführer ist Christian Weiß. Er war total offen, sofort von Anfang an. Es gab ein erstes Gespräch, was umfasst das Programm. Und also ich hatte sehr viel Freiheit. Ich habe tatsächlich die Zeit freigestellt bekommen, sodass ich an allem teilnehmen konnte. Es gab auch eine Zwischenevaluation, da war der Mentor dabei, da war die Projektleiterin Judith dabei. Und da haben wir über eine Stunde zusammen gesprochen und er war ganz interessiert, welche Teile umfasst das. Das ist ja auch ein Investment in sein Personal, was sich hoffentlich auch gelohnt hat für ihn. Genau. Und ich finde es auch wichtig, dass die Geschäftsführer, wenn sie Mentees in das Programm delegieren, sich auch über den Entwicklungsfortschritt während des Programmes auch immer wieder informieren, weil letztendlich können sie das auch fürs eigene Unternehmen schon gut auch nutzen. Absolut. Ne? Ich meine, wir hatten auch Unternehmen, die ihre Mentees ins kalte Wasser geworfen haben und gesagt, du machst jetzt in einem Mentoring-Programm mit, du kriegst jetzt sofort eine neue Führungsposition. Ich meine, da muss man dann auch gucken, dass man das entsprechend begleitet. Ja. Und zum einen sind es ja Frauen, die schon in einer Führungsposition sind, aber manchmal hat man ja vielleicht auch jemanden im Unternehmen im Blick, wo man sagt, Mensch, könnte ich gut aufbauen, und da ist das ein super Start auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Nadine, nun war dieses Jahr ein besonderes Jahr und wir standen vor vielen Herausforderungen. Unser Programm lebt von den Netzwerkveranstaltungen. Wie hast du es für dich persönlich genutzt, dennoch neue Mentees kennenzulernen, dich mit anderen Mentees auszutauschen und dein Netzwerk da auch entsprechend zu erweitern? Ja. Also vielleicht als Einstieg. Am Anfang war ich noch ein bisschen unsicher, wie wird die Atmosphäre sein? Wie offen kann ich tatsächlich über Probleme und Ähnliches sprechen? Und das war total super. Also sehr vertrauensvoll, sehr wertschätzend, Hilfe anbietend. Also das war eine super Basis, die wir, glaube ich, alle gemeinsam haben. Und das ist eigentlich auch ein guter Punkt, um da weiter anzugreifen sozusagen. Ich habe das Gefühl, ich kann die Leute ansprechen über WhatsApp, über LinkedIn oder Ähnliches. Wenn ich jetzt eine Herausforderung hätte, dass ich die mit jemandem vielleicht besprechen möchte oder... Manchmal stellt man ja auch Gemeinsamkeiten fest in den Treffen und dann geht man halt zusammen irgendwie zum Flohmarkt, wenn man das festgestellt hat. Oder man trifft sich mal zur Mittagspause. Auch das haben wir wahrgenommen, um sich einfach auszutauschen. Und ich finde, das Programm ist ein super Türöffner. Also gerade Frauen, die vielleicht nicht so viel Möglichkeiten haben zum Netzwerken. Ihr seid ein super Türöffner. Ihr habt den Boden bereitet. Durch diese Tür muss ich jetzt selber durchgehen. Und da wäre mein Rat definitiv einfach Mut haben, die Leute ansprechen. Ich glaube, jeder freut sich über Kontakt und über den Austausch. Oh, einfach machen. Ja, danke für das Lob. Und hat das online dann auch gut funktioniert? Ich meine, wir haben euch ja gerade durch den Mittagslunch ja eine gute Plattform geboten, dass ihr immer wieder in den Austausch kommt. Also ich fand das super umgesetzt. Ich erinnere mich an ein, zwei Trainer, die das ruckzuck Intus hatten und ja, das lief total gut. Also gerade für die Kurse war das in Ordnung. So Stammtischthemen, ne? Man kann sich jetzt nicht abends so persönlich treffen, aber über den Bildschirm war das schon in Ordnung und war eine tolle Basis, um einfach, wenn Corona jetzt vorbei ist, irgendwann, dass wir da einfach weitermachen. Auch wenn wir aus dem Programm dann offiziell raus sind, die Kontakte bleiben für immer, wenn man sie gut pflegt. Und das wäre auf jeden Fall mein Tipp. Das hoffen wir. Und wir werden euch anbieten, als Alumni auch im Programm weiter mitwirken zu dürfen und werden euch auch zu unseren Veranstaltungen immer wieder mit einladen. Das ist schön. Ihr bereichert das Programm mit euren Erfahrungen, das muss ich dazu sagen. Ja, Nadine, heute ist unsere Abschlussveranstaltung. Und wir haben, denke ich, ein spannendes Jahr hinter uns, ein sehr erfolgreiches Jahr auch, wie wir heute schon gehört haben. Hast du vielleicht so ein, zwei Highlights so aus dem Programm, die du uns vielleicht so kurz... Ja, mal schildern kannst. Also ich glaube, die Bandbreite bot auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, seine Highlights rauszufinden. Für den einen sind das die Netzwerkveranstaltungen, für den anderen vielleicht das Seminar. Mein großes Highlight
inspirierend war die Auftaktveranstaltung, wenn man weiß, dass, ich glaube, 98 Frauen waren es in MV, die in diesem Jahr gecoacht wurden. Und ich stand in diesem Saal voller Frauen und das war für mich grandios. Also in meinem Berufsalltag sind auf den Veranstaltungen oft Männer und das war für mich das krasse Gegenteil. Und es war toll zu sehen, dass so viele Frauen Positionen anstreben und da auch unterstützt werden. Also das war ein sehr großes Highlight und ja, immer wieder die Treffen mit Frank, meinem Mentor, weil er einfach ja, sehr inspirierend ist. Also es waren gute Gespräche, wir haben auch vorhin nochmal Kontakt gehabt und wir bleiben auch dabei, dass wir uns weiterhin treffen, uns austauschen. Ja. Das höre ich gerne. Das weiß ich auch von vielen Tandems, die auch nach unserem Programm im Prinzip immer noch zu weiter oder weiter Kontakt halten und zusammenarbeiten werden. Mhm. Und mir fällt auch gerade ein, also es ist auch eine gute Idee, mal für den Mittagsstammtisch nochmal so die Highlights rückblickend nochmal vielleicht zum Thema zu machen. Nadine, eine letzte Frage nochmal, um auf das Netzwerken zurückzukommen. Du hast einen Sachbuchclub gegründet und darüber möchten wir jetzt ein bisschen mehr erfahren, weil das sehr ist total gerne. Spannend. Ich bin dem auch beigetreten. Ja. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist und was ihr schon alles so gemacht habt. Ja, durch die Seminare und Gespräche kamen für mich ganz viele neue Themen auf. Was umfasst Führung eigentlich? Ich habe dann, ich glaube im Januar, einen Stapel Bücher bestellt. Und wollte ganz viel lesen und dann habe ich mit Judith, meiner Projektleiterin, gesprochen und meinte sie, es wäre super, wenn man sich einfach austauschen könnte über das, was man gelernt hat. Und während ich sprach, dachte ich, ich mache einen Sachbuchclub und sie fand die Idee auch gleich gut. Ich habe das in die Menti-Gruppe einmal reingegeben, das Feedback war positiv. Dann habe ich noch mal eine Nacht drüber geschlafen und dachte, das reicht mir nicht, dass es nur in der Menti-Gruppe ist. Ich finde es schön, wenn sich Männer und Frauen austauschen und ich finde es schön auch für die Mentis, dass sie Kontakt darüber hinaus knüpfen können. Ja, und dann habe ich das einfach gemacht. Ich habe bei LinkedIn eine Gruppe erstellt, unter dem Wort Sachbuchclub müsste sie zu finden sein. Ich glaube, es heißt dann Lesen, Lernen, Austauschen, Vernetzen oder einfach mich ansprechen, wer da Lust drauf hat. Es sind jetzt fast 50 Teilnehmer. Es gibt nochmal eine extra WhatsApp-Gruppe für diejenigen, die nicht bei LinkedIn sind. Und ja, wir tauschen uns aus, welches Buch als nächstes gelesen wird. Dann sind so 6-7 Wochen Zeit und dann treffen wir uns online. Geht das ja jetzt super und wir haben das erste Buch tatsächlich jetzt schon zusammen auswerten können oder das Thema auch weiterführend. Das war die 5-Stunden-Revolution von Lasse Reingans und der Autor war vor Ort. Also live dazu geschaltet. Ja, live. Wie hast du das geschafft? Einfach ein gemeinsamer Kontakt hat schon mal vorgefühlt und ich habe dann nochmal nachgehakt und er war ganz offen, einfach mal 5 Minuten für den Anfang dabei zu sein und er blieb dann über eine Stunde, weil es mit uns doch scheinbar ganz spannend war. Und wir haben einfach dann über dieses neue Arbeitsmodell diskutiert und ja, ist eine schöne Sache. Und ich freue mich, wenn da noch mehr dazukommen und wir einfach gemeinsam Themen finden, ja, an dem wir uns weiterentwickeln wollen. Richtig. Und das nächste Buch ist in der Abstimmung. Das nächste Buch ist, jetzt weiß ich den Titel nicht ganz, David Eagleman, The Brain, hat Judith vorgeschlagen. Ja. Das werden wir jetzt lesen oder Hörbücher gibt es ja auch. Und dann, ich glaube, Ende April wird dann die Auswertung sein. Also finde ich sehr spannend. Und ich kann nur alle Mentees, Mentorinnen und Mentoren motivieren, diesen Sachbuchclub beizutreten, weil ich glaube, da kann was Großes auch draus werden. Und man hat eine gute Gelegenheit, sich da nochmal über einen anderen Weg auch auszutauschen. Und neue Leute kennenzulernen. Also wir hatten verschiedene Städte da, Hamburg, Neubrandenburg, Rostock, Stralsund. Ja. Also es ist nochmal eine tolle Möglichkeit, auch das eigene Netzwerk zu erweitern. Und man hat den ersten persönlichen Kontakt geschaffen, dann kann man sich ja bei LinkedIn hinzufügen und dann ist die Tür geöffnet. Genau, insofern hast du auch schon gesagt, wenn jemand Interesse hat, wo man dich dann auch findet. Genau. Gut, Nadine, vielen Dank. Danke euch. Für das kleine Interview. Ich hoffe, dass wir uns dann demnächst auch bald wieder sehen werden im Alumni-Programm. Und ja, wünsche dir für deine berufliche und persönliche Zukunft alles Gute. Dankeschön. Danke auch. Hat Spaß gemacht mit euch. Danke. Viele von Ihnen wissen, und Juliane Brunk hatte es vorhin angesprochen, dass wir seit vielen Jahren mit dem Mentoring-Kunstprogramm kooperieren. Einige von Ihnen nutzen oder haben unsere Veranstaltung besucht zum Thema Wirtschaft trifft Kunst, haben vielleicht auch das ein oder andere Bild in ihrem Büro jetzt hängen, welches sicherlich auch ein paar Inspirationen auch für die Zukunft geben wird. Und wir haben uns gedacht, weil wir auch mit dem Programm, also mit dem Mentoring-Kunstprogramm so gut zusammenarbeiten, warum laden wir nicht auch mal eine ehemalige Mentee ein, die im Mentoring-Kunst mitgemacht hat, die uns aus ihren
Werken etwas vorliest. Und da möchte ich Ihnen die Anne Martin vorstellen. Sie ist Malerin und Autorin, lebt in Greifswald und wird uns nun aus einem ihrer Werke etwas vorlesen. Hallo, schönen guten Tag am Equal Pay Day in die Mentoring-Wirtschaftsrunde. Ich hoffe, Sie hatten schon eine schöne Veranstaltung. Ich bin Anne Martin und ich werde jetzt einen kleinen literarischen Beitrag zum Besten geben und werde dafür aus meinem Gedichtband Säuberungsstellen lesen. Genau, fangen wir mal an. Sanft. Eskortierte mich der Baumarktmitarbeiter kurz vor Ladenschluss. Am Unterarm geführt, vorbei an den Stiefmütterchen für 1,99 im Topf in den zittrigen Abend. Ich stand, skeptisch beäugt. Ich konnte nicht gehen, aber ich sollte, denn ich hatte, wie meine Polizei erklärte, die alles ruhig vernahm, eine Szene in der Dekoabteilung gemacht. Einen Apfel zum Anlass genommen, einen Dekoapfel aus Kunststoff für 14,99 mattgrau, von einer Kundin in einen Warenkorb gelegt, aus eben jenem entnommen. Ich hatte Scheiße gebrüllt und gegen die Spachtelmasse gekickt. Dass das Sünde ist, Dekoäpfel in mattgrau in Gärten. Damit riss ich die Schraubzwingen von der Stange. An einem Solarbuddha mit eingebauter LED machte ich Halt und fing zu weinen an. Ich konnte nicht mehr bestreiten, dass 24,50 für einen erleuchteten Weg ein irres Angebot ist. Das Restpostenschild des ortsansässigen Elektronikfachgeschäfts schien höflich und ernst genug, seinem Anliegen einen zweiten Blick zu widmen. Ich blieb also stehen, mit leicht schräg gestelltem Kopf. Hier wurde etwas unterbreitet, ein Vorschlag, ein Angebot gemacht. Als ich mir aber alles genauer besah, schien es eher ein Anliegen in eigener Sache, eine Bitte, eine Notlage. Deshalb siezte man mich wohl auch bei grammatikalischer Verwendung eines Imperativs. Schlagen Sie schnell zu, hieß es da. Und mit einem weiteren Blick in die Auslage des Schaufensters schien Hilfe geboten zu sein. Telefone zum halben Preis, alle nicht älter als ein Jahr. Ein Popcorn-Loop im Fußball-Look als Fan-Edition mit Gratisportion, dazu in allem Ernst ein Popcorn-Kochbuch mit, Zitat, kreativen Rezepten. Ein Entertaining-Fitness-Grill ohne Warnschild vor Paradoxien, eine Einhornschutzhülle aus thermoplastischem Polyacryl und Kunstleder, von Regenbogenglitzer bis Pink, eine Original Zenwatch 3 mit Akku für 19 Euro beruhigte kurz mein Gemüt. Sie war schwarz und ein perfekter Kreis. Dann fragte ich mich, was wohl Original bei beknackten Produkten meint und wer gern die Verantwortung trägt. Es war also ein Notfall und ich wurde gebeten. Und ein hilfsbereiter Mensch möchte ich sein. Zum Glück las ich noch den Hinweis auf die hammermäßigen Preise, interpretierte sie als Lösungsvorschlag, präferierte Vorgehensweise, die dem Schild im Sinn zu liegen schien. So wunderte ich mich sehr, ob der Aversion gegenüber meinem karitativen Bemühen. Ich hatte extra noch einen Hammer besorgt, darauf geachtet, dass wirklich alles zerschlagen lag. Und die Scherben hatte ich am Ende zu einem sauberen Haufen zusammengekehrt, den Plastiksplitter vom Popcorn-Loop in meinen Fäusten ignoriert. Und trotzdem gab man mir das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Vielleicht waren meine Bewegungen nicht präzis genug. Als ich diese Kritik ließ ich zu. Ich hatte vielleicht wirklich nicht schnell genug zugeschlagen. Eins ist sicher, dass es wird brechen. Das Verbindungsstück aus Polyacryl und wie wir reden über uns mit diesen ausgehärteten Zungen, diesen Schweißnähten im Blick, die uns an all die Dinge binden,
Pürierstäbe wieder und wieder kaufen und wieder Notwendigkeit vermengen und sich wundern über das ausbleibende Keimen von Marzipankartoffeln im Herbst. Ein letztes kurzes. Die Hälse der Schwäne wackeln im Flug. Wie eine Kampagne gegen intelligentes Design. Wäre das ein Planspiel, man wäre echauffiert ob der Planung, doch entzückt vom Buffet. Manchmal das Gefühl, ein Mettigel zu sein, mit abgeknabberten Stacheln. Vielen Dank. Ja, kommen wir nun zu einem ganz besonderen Programmpunkt unserer heutigen Abschlussveranstaltung. Wir haben uns erstmalig in diesem Jahr dazu verständigt, langjährige Mentorinnen und Mentoren für ihre ehrenamtliche Bereitschaft zu würdigen. Seit der ersten Stunde, das heißt seit 2013, stehen Sie uns mit Ihren Erfahrungen und Kompetenzen und Ihrer Leidenschaft für unser Programm zur Seite. Das Programm lebt durch Ihre Mitwirkung von so engagierten Mentorinnen und Mentoren, aus deren Erfahrungsschatz unsere Mentees immer wieder profitieren und sich für ihre eigene Entwicklung zunutze machen können. Ich freue mich ganz besonders, Ihnen drei Mentoren und Mentoren heute vorstellen zu dürfen und uns für Ihre Bereitschaft bei uns im Programm seit so vielen Jahren mitzumachen, dass wir uns dafür bedanken möchten bei Ihnen. Wir möchten Danke sagen von unserem gesamten Team, vor allem aber auch von Judith Usbeck und Silvia Hoffmann, die Sie regional betreuen. Danke, dass Sie mit uns gemeinsam zum Gelingen des Programms beitragen. Und hier sehen Sie schon Herrn Gelzer, der seit der ersten Stunde uns im Programm begleitet. Wir haben Herrn Gelzer auch im Vorfeld schon mal etwas zukommen lassen. Herr Gelzer, Sie, ja, das ist sehr schön, Ihre Ehrenurkunde. Vielen Dank. Und vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit fühlen Sie sich mit dem Programm verbunden, Herr Gelzer? Warum sind Sie immer wieder dabei? Warum schaffen wir es immer wieder, Sie zu motivieren, doch bei uns oder uns zu unterstützen? Erstmal einen schönen guten Morgen Ihnen allen aus Rostock, aus dem Homeoffice. Frau Drese und dem Organisationsteam, vielen Dank für diese Ehrung. Ich bin seit 2013 dabei, im Wesentlichen, weil das ein begeisterter Austausch ist. Es gibt immer wieder neue Perspektiven von den Mentees, von den Mentoren. Es gibt immer wieder neue Ansätze und das Programm entwickelt sich hervorragend weiter. Bietet mir auch die Möglichkeit, in neuen Formaten, wie zum Beispiel das, was angesprochen wurde über Ahrens Hof, über dieses Format, über den Austausch dann selber Neues dazuzulernen. Und gerade das ist es, was mich so begeistert. Also ich bin Mitglied in einem Konzern, der ist weltweit tätig. Da ist man in der Region nicht ganz so verwurzelt. Und gerade dieses Programm mit den Mentees und auch mit Ihnen als Organisationsteam hilft natürlich, den Link zur Region zu behalten. Und das ist einer der wesentlichen Punkte. Und natürlich, ähnlich wie Herr Ahrens es gesagt hat, wir haben so viel Erfahrung gesammelt, so viel Fehler gemacht. Das muss man einfach den jungen Leuten und den Frauen weitergeben, damit sie ein bisschen die Hemmung verlieren, sich tatsächlich normal als Führungskräfte zu entwickeln. Weil wir sehen einfach zu oft, dass gerade am Anfang zu viel, Bedenken da sind. Und wenn man ehrlich ist, ist das alles überflüssig, weil häufig läuft es sehr gut und man kann die jungen Menschen eigentlich sehr gut unterstützen, indem man sie ein bisschen stärkt. Und gerade diese Erfolge, die dann da auch zu sehen sind, die motivieren natürlich doppelt dann, an so einem Programm teilzunehmen und auch dabei zu bleiben. Also von meiner Seite danke, dass ich daran teilnehmen darf und bitte weiter so. Danke, danke, Herr Gelzer. Haben Sie zu Ihren Mentees allen noch Kontakt? Nicht zu allen. Einige haben sich so weit entwickelt, dass sie aus der Region verschwunden sind. Einige haben sich aber sehr gut entwickelt, sind auch Geschäftsführer geworden, wie wir es eben gehört haben. Andere haben danach einen kompletten Perspektivwechsel gemacht, sind komplett umgestiegen, weil sie Erkenntnisse hatten, die sie vorher nicht hatten. Und mit anderen, die in der Region noch tätig sind, ja, da habe ich noch einen Kontakt. Der bleibt auch. Das ist schön, so sollte es so sein. Und vielleicht, Herr Gelzer, noch eine Frage. Es ist ja schon seit 2013 arbeiten wir in dem Programm. Können Sie so tendenziell eine Entwicklung, verändern sich die Mentees in ihrer Entwicklung oder in ihren Zielvorstellungen? Können Sie da etwas feststellen? Also generell ändern sie sich schon. Es gab in letzter Zeit ein paar mehr Diskussionen zum Thema Digitalisierung. Das ist ja normal. Es
hängt aber sehr mehr davon ab, in welcher Art Unternehmen und Umständen die Mentees arbeiten. Ich habe welche gehabt, die waren dann im Bereich der Geschäftsführung zu Hause. Da ging es um ganz andere Themen, als wenn man mit einem CFO arbeitet, der schon eine Finanzabteilung leitet oder in einem Mergers and Acquisition ist. Also ich hatte mir diese Art Themen, weniger die Standardthemen, die normalerweise wahrscheinlich da sind, was wir vorhin so gehört haben von dem Mentee-Team. Die Beratung oder die Mentees, die ich habe, haben in der Regel etwas andere Fragen gehabt, die mehr in die Richtung von Entwicklung von Unternehmen oder was das andere Thema, was wir jetzt aufnehmen, Organisationskultur und Ähnliches gehen, nicht so sehr in das Eigentliche. Wobei es immer wieder davon abhängt, welche Gruppe sich dann am Ende meldet, ob mehr Jüngere dabei sind oder etwas Erfahrenere. Ich denke nicht, dass es da aus meiner Sicht zumindest nicht einen globalen Trend gibt, wie sie sich entwickeln. Und ich weiß auch, Herr Gelzer, dass Sie auch über Ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Mentor hinaus sich auch stark für Themen der Unternehmenskultur auch engagieren. Wir haben ja in Ahrenshoop, das hatten Sie erwähnt, eine tolle Veranstaltung gehabt. Wir werden auch zukünftig, haben wir so eine Idee entwickelt zum Thema Unternehmenskultur, vielleicht Dinge anzusprechen, Dinge zu entwickeln, vielleicht auch mal in einem kleinen Team auch mal was zu besprechen. Da haben Sie ja auch, denke ich, viele Ideen, die in Ihrem Kopf umherschwimmen und wo Sie uns immer schon viel von berichtet haben. Ja, mir liegt dieses Thema Unternehmenskultur sehr am Herzen, weil zu oft sehe ich in Unternehmen, dass das Thema einfach als gegeben hingenommen wird und dass man nicht die Kultur beeinflusst, sagen wir mal, positiv beeinflusst. Und das ist ja das, was wir hier auch besprechen. Wie komme ich jetzt hin, dass unsere Mentees und auch Mitarbeiter generell in einem gewissen offenen Rahmen in der Lage sind, zu kommunizieren. Wie möchte ich das haben? Wie sollte es sein? Wie kann ich die Potenziale eigentlich tatsächlich auch dann auslösen? Und eigentlich ist es ein Auslöser, die Unternehmenskultur, sodass Mitarbeiter in einem vernünftigen, besseren Umfeld miteinander kommunizieren. All diese Fragen, da gibt es sehr viele Hemmschwellen, sehr viele Bedenken, gerade auch bei den Führungskräften. Und dieses Thema ein bisschen intensiver anzugehen, das liegt mir doch sehr am Herzen, weil es dann eben ein Ermöglicher ist, in einem etwas anderen Umfeld, etwas freundlicheren und wertschätzenderen Umfeld wesentlich bessere Ergebnisse zu erzielen, als das, was wir in vielen Bereichen heute noch sehen. Dann mache ich noch mal Werbung für uns, Herr Gelzer. Wenn unter Ihnen Mentorinnen oder Mentoren dabei sind oder auch Unternehmensvertretende, die sich gern diesem Thema annehmen möchten, nehmen Sie gern Kontakt auf und wir würden Sie dann gerne in unserer kleinen Arbeitsgruppe begrüßen wollen. Vielen Dank, Herr Gelzer. Ich denke, Sie werden uns noch lange im Programm erhalten bleiben. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir werden uns sicherlich auf der einen oder nächsten Veranstaltung dann auch wieder sehen. Und ich freue mich, Sie als Mentor dabei zu haben. Vielen Dank nochmal und weiterhin gutes Gelingen mit dem Menti-Programm. Dankeschön. So, nun haben wir Ines Frenze. Sie ist Steuerberaterin in Neubrandenburg und auch sie ist langjährige, seit 5 Jahren Mentorin im Programm, unterstützt uns tatkräftig mit viel Engagement. Ich habe von Silvia Hoffmann gehört, dass Sie eine sehr, sehr gute, erfahrene Mentorin sind. Und aus dem Grund freuen wir uns natürlich, Ihnen diese Ehrung zukommen zu lassen. Ich denke, auch Sie haben Ihre Ehrenurkunde bereits erhalten mit einem kleinen Briefchen von mir, wo wir uns auch noch mal persönlich vom Team bedanken. Und ja, Frau Frenze, wie ist es so? 5 Jahre Mentoring. Hat man immer wieder Lust dazu oder muss man auch mal schon motiviert werden? Auch mach mal wieder mit, das war so toll und die Mentees sind immer so begeistert. Ja, von mir ein herzliches Hallo an Sie ins Studio, an die Mentees, an die Mentoren dort draußen. Hier aus dem Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte aus Neubrandenburg. Das war ja in dieser Woche eine Überraschung, Ihr Päckchen und auch die schönen Zeilen dazu, vielen Dank. Wie Sie gerade fragten, die Zeit ist schnell vergangen, es war eine spannende Zeit und ich erhalte die Frage tatsächlich öfter, warum tust du das über so viele Jahre, dieses Ehrenamt als Mentorin? Ich muss sagen, ich kann diese Frage nicht verstehen, weil sie sich mir einfach nie gestellt hat. Denn es ist immer sinnvoll, sich mit anderen auszutauschen, sich mit jungen Leuten auszutauschen. Das führt auch dazu, dass man sich mal selbst reflektiert und seine eigenen Entscheidungen. Und ich muss sagen, es erfüllt mich immer wieder auch mit Freude, wenn wir dann eine gewisse Strategie besprechen und die Menti die dann auch erfolgreich umsetzen kann. Und
Für mich ist das Erfolgsrezept einfach das, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren. Dass wir nicht in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis sind, sondern wirklich auf Augenhöhe miteinander reden und dann eben auch an diese schwierigen, weichen Themen kommen. Und ich glaube, auch das ist das, was die Mentees auch mögen. Das spiegeln sie uns auch immer wieder in ihren Feedbackbögen wieder, dass das nicht so, ne, so du bist meine Mentorin und ich muss da jetzt auch aufpassen, was ich sage, also weil das eine sehr vertrauensvolle auch Zusammenarbeit ist. Und ich glaube, das wünschen sich die Mentees auch, einfach auch mal sagen zu dürfen, was sie denken, was sie fühlen und was für ihre Karriere da auch wichtig ist, weil das können sie ja oftmals im eigenen Unternehmen nicht anbringen. Ja, liebe Frau Frenzel, Sie wollten gerade was sagen. Ich wollte das nur bestätigen. Vertrauen gehört da ganz entscheidend dazu. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das muss man auch am Anfang klar deutlich machen, dass eben aus diesen Gesprächen nichts nach außen dringt. Und das Schöne ist ja, ich bin ja nur im Bereich der Steuerberatung tätig und meine derzeitige Mentee hätte wahrscheinlich ein Problem gehabt, wenn ich sie in der Richtung beraten hätte. Das hat sie nicht interessiert. Aber dadurch haben wir auch gar kein Problem miteinander. Das ist einfach fernab von diesem Chefverhältnis oder Teamverhältnis. Und das macht es aus meiner Sicht, wie gesagt, so erfolgreich. Ja, das ist sehr schön zu hören. Und Frau Prenzl, Sie werden uns auch im nächsten Jahr wieder treu bleiben. Gerne. Das, ne, das nimmt bestimmt Silvia Hoffmann mit Freude schon auf. Die wird uns ja sicherlich zuhören. Und Frau Prenzl, eine Frage noch. Haben Sie zu Ihren Mentees allen noch Kontakt? Ich habe nicht zu allen Kontakt. Es gibt noch Kontakt. Ich freue mich auch ganz ehrlich, wenn mich eine Mentee nochmal anruft und um einen kleinen Rat bittet. Aber ich würde mal sagen, von den letzten sind vielleicht noch so zwei im engeren Kontakt. Und ansonsten, wenn man sich mal sieht, würde man natürlich immer den Kontakt auch gerne wieder suchen. Ja, sehr schön. Okay, Frau Prenzl, eine Frage, ja. Eine Frage noch von mir. Wenn wir mit den Mentorinnen und Mentoren reden, auch so in den Abschlussgesprächen, dann sagen die uns immer, dass es ja nie eine Einbahnstraße war. Also, dass man nie ganz viel nur den Mentees mitgibt an Tipps und Erfahrungen, sondern dass man auch viel von den Mentees zurückbekommt und auch andere Perspektivwinkel einfach kennenlernt. Können Sie das so bestätigen? Also, ist das bei Ihnen auch so? Und gibt es vielleicht irgendwas, wo Sie sagen, ja, davon profitieren Sie auch? Das ist tatsächlich so. Also ich will nicht sagen, man bleibt nach vielen Jahren in einer eingefahrenen Schiene. Das ist sicherlich nicht so. Aber man kann natürlich den Blickwinkel und die Perspektive durch so ein Mentoring auch für sich selber erweitern und verändern. Und dadurch, dass es so viele Branchen sind, wenn ich überlege, ich hatte eine Mentee aus dem Bereich Pflege, Kindererziehung, dann war es auch Automobilbranche, Verlagswesen und Hotellerie, Gastronomie, also unheimlich verschiedene Ansätze und das ist auch für mich, muss ich sagen, eine Möglichkeit der Weiterentwicklung. Doch, das kann ich bestätigen. Gut, Frau Frenzel, vielen Dank. Ich danke Ihnen nochmal, dass Sie heute hier nicht persönlich, aber dass Sie sich zugeschaltet haben, dass wir doch mit Ihnen ein paar persönliche Worte wechseln durften. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute, bleiben Sie gesund und freue mich, Sie dann auf unserer nächsten Auftaktveranstaltung, höchstwahrscheinlich im August, so ist es geplant, Sie dann wieder persönlich sehen zu dürfen. Gerne, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Frenzel. Gut, wir haben jetzt einen kleinen Beitrag von Edda Krüger. Sie konnte leider heute nicht bei uns sein, aber auch Edda hat uns eine kleine Videobotschaft gesendet und hat sich für die Ehrung nochmal bedankt. Hallo ihr Lieben an euren Monitoren. Ich gucke auch gerade in einen, mein kleines Handy, und habe heute in der Post diese Ehrenurkunde gehabt. Und dieses wunderbare Schreiben, diesen Brief von Peggy, in dem sie Danke sagt. Und habe mich total gefreut über die Ehrung. Bin wirklich schon lange dabei, mit ganzem Herzen, total gern als Mentorin, aber vor allen Dingen als Mensch. Und ich habe etliche Mentees begleitet und die haben mich auch begleitet und begleiten mich nach wie vor. Daraus sind Freundschaften entstanden, die mein Leben bereichert haben und immer noch bereichern. Und das ist genau das, was dieses Mentoring so besonders macht.
dass wir irgendwie zu Freunden werden und voneinander lernen. Es ist nicht nur so, dass ich mit meiner Erfahrung als Mentorin da bin und die weitergebe ein Stück, sondern auch ich lerne Menschen kennen. Dieses Netzwerken ist einfach so wunderbar. Man lernt Menschen kennen und teilt Leben und teilt Erfahrungen und man wird auf jeden Fall reicher, in jeder Hinsicht. So, das wollte ich gerade mal loswerden. Und ich wünsche euch weiterhin auf Zoom eine gute Zeit, viel Spaß. Und wir sehen uns irgendwo dann irgendwann auch wieder persönlich. Bis dahin. Tschüss. Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Geehrten und besonders auch an Edda, die wir jetzt zum Schluss nochmal gehört haben, die uns ja nicht nur als Mentorin zur Verfügung steht, sondern bei der wir auch immer unsere ja berühmten Stress-Workshops durchführen können. Bei ihr, sie hat so ein Gutshaus am See, wo man ganz entspannt ist und wo man schon immer ganz entspannt ist, wenn man da hinkommt und schon mal kein Stress mehr verspürt. Aber ein Dankeschön natürlich nicht nur an unsere langjährigen Mentoren, die heute geehrt wurden, sondern an alle, egal ob sie jetzt 5 Jahre dabei sind oder seit 3 Jahren oder frisch mit ins Programm dazugekommen sind oder auch wenn sie jetzt sagen, wir haben die Veranstaltung gesehen oder auch vielleicht noch in Zukunft über YouTube sich ansehen werden und sagen, Mensch, das ist so toll und da würde ich gerne mitmachen. Wir haben es in der Vergangenheit immer wieder vermehrt gehabt, dass sich potenzielle Mentorinnen und Mentoren bei uns melden und sagen, wir würden da gerne mitmachen und da gibt es natürlich nichts Schöneres, wenn die von sich aus kommen und sagen, ja, wir möchten uns da engagieren. Bevor wir nachher nochmal zum Organisatorischen kommen, also ich werde Ihnen nachher nochmal erklären, wie es dann nachher weitergeht mit der Zertifikatsübergabe in den einzelnen Zoom-Räumen, werden wir uns jetzt nochmal einen kurzen literarischen Beitrag von der Anne Martin angucken. Der nächste Text ist aus einer größeren installativ-performativen Arbeit angelegt, die ein kleines utopisches Projekt ist, was ich seit einiger Zeit verfolge. Und er heißt Kaftan. Kaftan. Eine Art Manifest. Textsorte, aber prinzipiell frei interpretierbar. 1. Wir, die Kaftan-Bewegung, stehen für einen materialisierten Gedanken, den Kaftan. Wir meinen alles Folgende sehr ernst, denn der Kaftan ist uns sehr wichtig. Der Kaftan ist ein Jahreszeiten-, Geschlechts- und klassenneutrales Kleidungsstück. Wir wollen keine Jahreszeiten nivellieren. Wir freuen uns über deren Unterschiede, solange es diese noch gibt. Wir freuen uns daher über den Kaftan, der in allen Wetterlagen taugt. Denn unter ihm zirkuliert die Luft. Luft ist ein guter Werkstoff zum Atmen, Dämmen und Denken. 2. Über die anderen Unterschiede, die nichts mit dem Wetter zu tun haben, freuen wir uns nicht. Über die der Geschlechter, der Hautfarben, über die der Klassen und die der Beziehungsführung und über die konsumorientierten Antworten darauf. 3. Wir gehen davon aus, dass Menschen zwischen den ganzen Glasfassaden, in denen wir alle es zu konsumieren gewohnt sind, es schwer haben, die beste Version ihrer selbst zu sein. Das bemerken wir oft an uns und anderen. Viele Menschen wollen alles richtig machen und erstaunlich viele haben auch eine Vorstellung davon, wie das gehen könnte. Aber oft fällt dann doch der Satz, ach, scheiß drauf, wenn man müde ist oder keine Zeit hat und Gewohnheit schlicht bequemer. Wir gehen davon aus, dass der Mensch inmitten neoliberaler Marktangebote hilflos ist wie ein Kind. Kindern hilft man. Kindern gibt man keine Dinge, mit denen sie nicht umgehen können oder mit denen sie anderen schaden. Man befähigt sie zu vernünftigen Verhaltensweisen. Man übt sie ein in sozial Erwünschtes, in einen Begriff vom guten Leben. 4. Wir möchten gern genauso geschützt werden, in Anbetracht der Tatsache, dass wir alle Gummibärenpackungen im Netto aufkaufen könnten, um sie allein zu essen. Niemand würde und dürfte etwas sagen, weil es unsere eigene Verantwortung ist. Aber unserer Verantwortung wird es schwer gemacht. Es gibt ganze Lehrstühle für Werbepsychologie, Verpackungsdesign und Lebensmitteltechnologie, in denen Produkte konzipiert und vermarktet werden, die uns nicht als verantwortungsvolle Wesen adressieren,
sondern eben als gierige, ängstliche Kinder, die den Weltschmerz, den die menschliche Verfasstheit mit sich bringt, das Vereinzeltsein und das Dazugehören wollen, das Sterblichsein und auch das nicht zu mögen, mit Produkten versuchen zu lindern. Denn irgendwie lindern muss man es ja. Das sehen auch wir. Wir bezweifeln nur, dass es mit Snickers, Cola, Handy-Apps, Lifestyle-Trends und Chips frisch funktioniert. Wir wollen Schutz vor beknackten Produkten und Dienstleistungen, vor zu vielen Klamotten, Dingen und industriell gefertigten Lebensmitteln. Wir glauben nicht, dass unser aller Leben durch Verzicht schlimmer würde. Wir glauben eher, es würde leichter. Es würde gerechter, wohlwollender, kreativer und spielerischer. 5. Radikale Prohibition. Glauben wir. Prohibition und Kunst möchten wir. Denn Verzicht erzeugt Kreativität. Prohibition und Kreativität. Seien wir alle kreativ. 6. Nachmachen ist nicht kreativ, auch wenn es einen leichter in Führungspositionen hebt. Wir glauben sogar, manches Nachmachen ist schlicht gefährlich. Wir denken oft an die gleichen Knöpfe von Margaret Thatchers Blazer und Ronald Reagans Jackett. Nun mag man annehmen, dass es sich hierbei um ein triviales Detail der Weltpolitik handelt. Aber ein Knopf ist mehr als ein Knopf, wenn er an einen Blazer genäht ist von einer Frau, die ihre Blazer sowohl selbst erstanden als auch selbst in Downing Street 10 gebügelt hat. Dieser Knopf war gewollt. Dieser Knopf sollte all den anderen Knöpfen auf den diversen Gipfeln und Zusammenkünften wichtiger Leute, unter denen Frau Thatcher eine der wenigen mit weiblichem Vornamen war, in nichts nachstehen. Und wir finden das sehr schade, dass sich Leute Jacken mit Knöpfen wie die von Reagans Sakko anziehen müssen, um auf dem Gruppenfoto nicht aufzufallen. Irgendwie sehen sie alle gleich aus, diese Blazer, Jackett und Anzugknöpfe, die Menschen tragen, wenn sie Unterschriften tätigen für Handelsabkommen oder Falklandkriege. Es scheint da eine Art Glass-Ceiling-Effekt der Knöpfe zu geben, den wir im Namen von Kreativität und Diversität in Führungsetagen gern kurz und klein schlagen würden. Knöpfe müssen nicht alle aussehen wie ein Reagans Sakko. Sie können auch gestreift sein und aus Holz geschnitzt. Deshalb sind wir für eine Führungsriege aus Kaftanträgern, wo der Knopf wirklich nur ein schönes, buntes, individuelles Accessoire sein darf. Denn nur das unter dem Kaftan entscheidet dann über die Tauglichkeit. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir kommen jetzt schon langsam zum Ende des offiziellen Teils. Wir hoffen, es hat Ihnen und euch gefallen. Wir werden nachher weitermachen mit der Übergabe der Zertifikate. Das passiert in den Zoom-Räumen. Da haben Sie den Link auch bekommen. Falls Sie ihn jetzt irgendwie in der Aufregung nicht finden, haben Sie noch mal ein paar Minuten Zeit, noch mal in Ihre Mail zu gucken und den Link hervorzukramen. Wir werden um 12.30 Uhr dann weitermachen. Wir werden jetzt eine kleine Pause machen, weil wir auch hier noch ein bisschen Zeit brauchen, um das technisch umzugestalten. Und dann haben Sie die Möglichkeit, in die einzelnen regionalen Breakout-Rooms bei Zoom einzutreten. Dort wird dann die Zertifikatsübergabe stattfinden. Also Sie haben im Idealfall alle vorher so ein, ja, irgendwie einen Umschlag bekommen mit den Zertifikaten, den Sie möglichst vielleicht auch vorher noch nicht geöffnet haben. Und da wollen wir dann die Zertifikatsübergabe online gemeinsam bestreiten. Und für die Gäste, die dann nicht irgendwie einer Region zugeteilt werden können, die können dann im Hauptraum bleiben. Da wird Peggy dann sein und da können Sie auch noch fragen, wenn jetzt irgendwie Fragen aufgeploppt sind oder wenn Sie sagen, Mensch, ich interessiere mich dafür und würde vielleicht gerne später mal bei diesem Programm mitmachen, dann ist das natürlich auch möglich. Wir sind jetzt mit dem 6. Durchgang gestartet seit Januar, seit dem 1.1. befinden wir uns jetzt in der Akquisephase. Das heißt, wir haben bis zum Sommer noch Zeit, Mentis zu suchen, Mentorinnen und Mentoren zu suchen, die Tandems zusammenzubringen und dann fangen die dann an zu arbeiten und wir mit unseren Veranstaltungen. Und ja, wer da sagt, ich möchte gerne mitmachen, egal ob als Mentee oder als Mentor oder Mentorin, dann sind Sie natürlich bei uns herzlich willkommen.
an dieser Stelle nochmal ja, ein herzlicher Dank, dass Sie uns zugeguckt haben, dass Sie dabei waren, dass Sie uns begleitet haben. Herzliches Dankeschön hier auch nochmal an die ganze Crew vom Digitalen Innovationszentrum in Rostock. Wir waren ja im Vorfeld so ein bisschen unsicher und haben gesagt, Gott, wie soll das werden? Wir sitzen hier so im Studio, gar keine Menschen, sonst haben wir 100, 150 Leute. Aber das hat wirklich super geklappt. Wir haben uns hier super aufgehoben gefühlt und es ist eigentlich so, kann man sagen, wie beim Zahnarzt, Mama, es war gar nicht schlimm, er hat gar nicht gebohrt, es hat überhaupt nicht wehgetan und wir haben das gut gemeistert und wir sehen uns dann nachher in den Zoom-Räumen wieder. Bis dahin.